Eine halbe Minute am Laufen und noch nicht zu YouTube gelangt. Wo streamt der gerade hin? Ah, jetzt geht da was ab. Oh mein Gott, dauert das echt fast eine Minute. Ich raste aus. Jo, jetzt kommt's an. Da ist es. So, will ich nur noch mal wieder meinem Facebook hier Bescheid sagen. Und dann starten wir auch gleich in eine neue Runde, neue Wahnsinnsfahrt. Tomb Raider, 2 Stunden erwarten euch. Und es gibt natürlich mal wieder was zu gewinnen. So. Der dritte Livestream von Tomb Raider. Nee, von Rise of the Tomb Raider. Oh Mann. Rise of the Tomb. Oh. Habe ich auch schon stehen. Oh. Natürlich wieder mit. Gewinne, gewinne, gewinne. Gewinne. Oh, sollte ich vielleicht auch richtig schreiben. Gewinne, gewinne, gewinne. Oh Gott, Rechtschreibung, du bist ein Arschloch. Gewinne. Gewinne. Punkt. So. Ah, Key rein. Was treibst? Usch, usch. Da, weißt du. So, haben wir hier postet. Will ich nur noch mal teilen. Bin ja, wisst ihr, wenn man schon nicht viel teilt, aber einen Link kann man schon mal teilen. So, zack, gepostet, fertig. So, das ist immer meine Vorbereitung. Ihr kennt das. Ist jedes Mal das Gleiche. Kann ich leider nicht ändern. Zack, so. Los geht's. Jetzt muss ich hier nur noch mal das ein bisschen minimieren. Fertig. Ja, meine lieben Freunde. Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, besser gesagt. Gestern sind wir in der Sowjetunion. Ich weiß gar nicht, wie weit gekommen. Ich bin heute ein bisschen neben der Spur, aber hey, kennt ihr ja auch nicht anders. So, ich wollte dieses DirectX 12-Gedöns noch mal ausmachen, weil ich gedacht habe, es geht doch noch besser. So. Okay, das reicht eigentlich schon. Schapilen. Mal gucken, ob auch alles funktioniert, ob das Spiel übernommen wird. So, noch ein Schluck Wasser im Vorfeld. Ganz wichtig. Alt und Z drücken, um das Spielerlebnis zu teilen. So. Eigentlich ist es immer doof, wenn man schon so früh anfängt mit dem ganzen Gedöns, ne? Oh, was ist denn hier? Marktplatz? Was steht denn da? Also mal reingucken. Kostenlose Karten, Credits, die sie erhalten haben, Add-ons. Gewährt 5 zusätzliche Karten. 15.000 Credits habe ich. Was haben wir denn da noch? Goldpack, 60.000. Platin. Wow. Okay, whatever. Was haben wir hier? Geschenke, Geschenke, Geschenke. Wird für das Erlegen. Aha. Das ist dann für Multiplayer oder was? Alle Karten umdrehen. Okay, und da darf ich mir jetzt eine aussuchen oder was? Aha. Joa. Bis da, davon habe ich gar keine Ahnung. Keine Ahnung. Lautlose Kills machen sie vorübergehend unbesiegbar. Ich habe keine Ahnung. Möchten Sie die Karte wirklich für 800 Credits kaufen? Ja, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, wofür das ganz genau ist. Ach, dann kann man jeden Scheiße kaufen. Ach, komm. Geh mir nicht auf den Sack. Croft-Anwesen. So, das gibt's ja gar nicht. Neue Expedition, Laras Albtraum. Das machen wir nach der ganzen Geschichte. Wir beginnen jetzt erstmal mit Fortfahren und spielen weiter da, wo wir gestern hängen geblieben sind. So. Da. Schau mal, wäre das nicht was? Meine Frau schickt mir gerade einen Amazon-Link für unsere kleine Tochter. Was ist das denn? Jetzt soll ich hier so einen Spielscheiß kaufen oder was? Ein Spielbogen. Ich habe meinen Kommando. Oh Gott, es geht schon sofort los. Mein Gott, bin ich schnell. Wow.
Da habe ich mich jetzt aber gerade echt erschreckt. Hallo, kannst du mal... Nein, da will ich doch gar nicht hin. Audio, alte Scheiße. So, danke. Besser. Boah, das ist einfach laut. Ah ja, hier waren wir ja gestern. Nee, das ist nicht. Da muss ich mit... So, in den Schädel. Oh, hat dich gesessen. Oh. Das ist eine andere Typin. Hm. Keine Ahnung. Also hier waren wir ja gestern, hier haben wir gespeichert. Wundert mich, dass der mich jetzt auf einmal getroffen hat, der Spacko. Haben wir hier irgendwas übersehen gestern noch? Nee, er hat es auf jeden Fall gespeichert, dass ich den Laptop gekillt habe und... Na gut, hier kann ich nochmal reinhauen. Okay. Alles klar, hier waren wir gestern Abend und hier soll es dann jetzt auch weitergehen. Ich denke mal, dann geht es hier unten auch weiter. Wenn es Probleme mit dem Stream gibt, vergesst nicht, mir einfach Bescheid zu sagen, ja? Wenn irgendwas hakt, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es soll. Alexander Tanne ist wieder am Start. Entschuldigung, ist mega laut gerade. Sind Sie das, Jacob? Lara, passen Sie auf. Sie sind überall. Sie werden Probleme bekommen. Da ist er! Erledigt ihn! Oh, oh. Verdammt! Scheiße! Nicht wundern, Mr. Tanne, der Stream ist ungefähr um 30, 40 Sekunden verzögert. Werden die Dinge klarer. Ich weiß, dass hier etwas versteckt ist. Die Sowjets haben danach gesucht. Und jetzt Trinity und Anna. Anna. Oh Gott. Ich kann es noch nicht glauben. So lange Zeit. Hat sie Dad auch beobachtet? Ich muss weiter Jacob finden und mich seinem Volk anschließen. Wenn ich mich bei ihm beweisen kann, verrät er mir vielleicht mehr über diesen Ort. So, das war's. Wir haben Fähigkeitspunkte und wir gucken mal hier beim Jäger. Oh, was haben wir denn da? Tödliche Präzision. Lautlose Exekutionen sind viel schneller und erledigen Feinde mit unglaublicher Kraft. Drücken Sie F, um nichts ahnende Feinde in der Nähe zu eliminieren. Oder hier, verbinden Sie Wunden schneller. Effekt verstärkt sich mit der schnellen Heilerfähigkeit. Okay. Sie erleiden erheblich weniger Schaden bei Explosion und Feuer und den Ausweichkonter. Ich kann mich nicht entscheiden. Schnelleres Herstellen, das ist alles so uncool. Leichenfallen-Spezialist, stellen Sie mit Leichen von Feinden Fallen her, die ein tödliches Giftgas freisetzen. Wow. Stellen Sie in Basislagern großvolumige Munition und Ressourcentaschen her und erhöhen Sie die Menge der unterwegs hergestellten Munition. Das ist schon mal cool. Hohlspitzgeschoss, stellen Sie Pistolenkugeln her, die großen Schaden verursachen und sich für eine tödliche Wirkung beim Aufprall ausweiten. Fortschrittlichere Technik verleihen allen hergestellten Handobjekte eine größere Detonationsradius. Also mehr kaputt machen. Und was haben wir hier? Feuern Sie gleichzeitig bis zu zwei Pfeile auf zwei separat anvisierte Ziele ab, während Sie mit vollständig gespannten Bogen zoomen. Hä? Nochmal auf zwei Ziele? Feuern Sie bis zu zwei Pfeile auf zwei separat anvisierte Ziele. Das ist ja. Piu, geht ja auseinander. Was haben wir hier? Atemkontrolle. Ja, bla bla bla. Eine Kopftrefferanzeige erscheint über dem Kopf eines Feindes, wenn dieser erfolgreich anvisiert wurde. Oh, cool. Verdienen Sie Bonus-EP, indem Sie Kopftreffer, lautlose Kills oder Tod von oben Kills erfolgreich verketten. Je länger die Kette, desto höher der Bonus. Das ist schon mal geil. Erhöhen Sie die Menge der natürlichen Herstellungsmittel, die Sie von jeder Quelle sammeln. Macht auch Sinn. Dann brauche ich nicht mehr so viel sammeln. Also nehmen wir das. Das nehmen wir schon mal gleich. Erhöhen Sie die Menge der künstlichen Herstellungsmittel. Ja, komm, das macht Sinn. Das macht einfach Sinn, das nehmen wir. So, und dann hatte ich doch noch irgendwo was, wo ich rein konnte. Ach, überall sogar hier. Haltet euch fest. Ausrüstung. Geht der Stream auch wieder so 2 Stunden? Ja, geht auch wieder 2 Stunden. Tasche, kompakterer Fellbeutel, der die Speicherkapazität für Ressourcen erhöht. Macht Sinn, nehmen wir. Achso, ist auch das Einzige, was ich gerade auswählen kann. Und hier kann ich nichts auswählen. So. Und dann haben wir noch Waffenupgrade. Wo ist das Waffenupgrade? Einmal bei der Pistole. Gehen wir mal auf die Waffe, die wir gerade benutzen. Was haben wir dann? Ah, hier. Mehr Schaden. Ein polierter Lauf. Reduziert die... Ich muss mal das Mikrofon näher holen. Reduziert die Schuss... Ein bisschen drehen. So. Solltet ihr mich gut verstehen. Ein polierter Lauf reduziert die Schussabweichung und erhöht den Schaden. Anwendbar bei allen Pistolen. Oder wir haben... Ein leichter Schlagbolzen reduziert die Störungsanfälligkeit und resultiert in einer höheren Schussfrequenz. Nein, mehr Schaden. Kaputt machen will ich nichts üben.
So, und hier war doch auch irgendwas angezeigt. Oder kann ich mir das jetzt schon wieder nicht leisten dann? Nee, das kann ich mir nicht leisten, weil dafür fehlen mir die Teile. Ja, ist halt so. Kann man... Habt ihr das gerade gesehen? Ich habe die Pistole hier freigeschaltet. Was ist denn das? Goldfang. Vergoldeter Repetiergewehr, das mit tödlicher Gewalt zuschlägt. Nee, dann doch lieber erstmal AK. Ist okay. So, das war's. Weiter geht's. Ja, diese Pausen zwischendurch sind teilweise okay, teilweise nicht. Weil man dann doch, ist voll. Ich könnte aber echt mal wieder ein bisschen mehr Pfeile schießen. Das macht schon Sinn. Ah, hier geht's einfach rein. Ich bin gerade der Einzige, der zuschaut. Hast du vollkommen recht. Ah, verdammt. Da oben ist einer. Oh Mann, ich will doch einfach nur mit Pfeil und Bogen was killen. Okay, der hat gesessen. Auch. Wo war der? Zack. Hat noch wer was zu pupen? Da. Auch. Oh, der springt. Das ist ja fies. Nein, bist du nicht. Hallo, Mr. Dylan. Ja, das wird ganz oft nicht richtig angezeigt. Wow, 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 du Arschloch. Ja, hier ist wieder ein Laptop. Da oben. Na los, guck, 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 guck. Ah, scheiße. Da musst du sie loslassen. Jetzt guck doch endlich. Alter. Das kann ich nicht. Will nicht. So ein Assi. Okay, machen wir's uns einfach. Stellen wir mal wieder Sprengstoff her. Und sprengen ihn raus. Oh. Noch ein Stück. So müsste es reichen. So. Habe ich ihn? Oh nein, da ist noch einer. Oh, 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 oh. So, da drüben. Kopf. Schön Zeit lassen, Lara. Ist alles cool. Oh, fuck. Wasser. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Gesichtet. Sie ist allein. Ausschwärmen und beeilen. Der ist ja gut gepanzert, der Typ. Hat noch gesessen. Ja, hilft nichts. Ich muss jetzt hier mal die... Alter! Okay, so wird das nichts. Ich muss hier nochmal weglaufen. Gib mir mal die hier. Ah, und dann zerspringt die Scheiße. Alles klar. Oh, fuck. Alles gut, Lara. Entspann dich mal. Ich finde den Schuss ganz schön langsam dafür, dass es eine AK ist. Du hast deine Scheiße verloren. Habe ich hier nicht noch was zum Werfen? Ah, hier. Entspann dich. Okay, der ging in den Schädel. So, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da. Hm. Also, die AK kam mir gestern ein bisschen schneller vor, muss ich ganz ehrlich sagen. So, alles plündern. Also das mit nur mit Pfeil und Bogen, gerade wenn die so gepanzert sind, weg damit. Ich weiß nicht. So, was leuchtete noch? Irgendwas leuchtete doch gerade hier noch. Okay, das Fass, ja. Wir wollen aber nicht so ein Fass aufmachen. Weg damit. Oh. Jetzt juckt schon wieder meine Nase, das hatten wir doch gestern schon. So. Den noch. Und dann wollen wir mal gucken, was hier noch mit dem Pfeil und... Was macht er denn? Ach, da war ein Plünderer-Versteck. Ich dachte gerade, Alter, jetzt rastet sie voll aus, jetzt ist vorbei. So, gucken wir mal, wenn ich hier stehe und ich hier aber den Pfeil und Bogen... Pfeil und Bogen... Alter, was ich da hätte alles zerstören können. Oh, ich voll Arsch.
Guck mal, wie geil das gewesen wäre. Ah, vielleicht sollte ich es auch nochmal gedrückt halten. So. Da hätte ich richtig Stress machen können hier. Das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen, dass ich da so ruhig geblieben bin. Und kann ich die kaputt machen? Kann ich auch kaputt machen. Dann können die mich ja gar nicht mehr so gut sehen. Das ist viel besser für mich als, lautloser Killer. Wo ist denn hier das Licht? Oder ist es nur Feuer? Nee, da hinten kommt irgendwo Licht durch. Ja. So, zack. Ah, das muss ich mir unbedingt mal einprägen. Würde Sinn machen. So. Hier funkt doch irgendwas. Erstmal hier das Vogelnest runterholen. Nehmen wir auch noch mit. Oh, hier ist schon einer hin. Was ist hier passiert? Gucken wir uns den Typen an. Aha. Zack, cool. Habe ich jetzt die 10? Ich habe die 10. Datenkorruption. Gibt 2000 Credits. Ich habe mir, noch bevor der Livestream richtig losging, habe ich, also es ist schon on screen, ihr könnt das sehen. Da habe ich mal geguckt, was man mit diesen Credits anfangen kann. Das ist für ein Arsch. So, aber wir hören mal in der Geschichte weiter. Hallo, wir hören in der Geschichte weiter. Jeder Schritt tiefer ins Tal macht mich sicherer, dass ich für diese Arbeit auserwählt wurde. Meine Stigmata kribbeln. Sie erinnern mich an meinen höheren Zweck, meine einzigartige Position bei diesem höheren Zweck. Ich war ein Kind, ohne Ahnung vom Bösen der Welt. Dann eines Nachts erwachte ich schreiend, voller Schmerzen. Blut tropfte von meinen Händen. Als ich das sah, war ich starr vor Schreck. Ich kann dieser Mission ebenso wenig ausweichen wie meinen eigenen Händen. Okili dokili. Jeder Schritt tiefer ins Tal. Nicht wieder abspielen, danke. So, gucken wir mal, ob die irgendwas haben hier. Jacob, ich glaube, ich bin bald beim Bahnhof. Sind Sie da? Wir plündern, danke. Ich würde aber gerne wieder ruhig hier mit dem Pfeil und Bogen durchgehen. Freut mich, dass es spannend ist. Eines Militärordens. Ich finde es auch super. Trinity. Trinity. Hier ist nichts versteckt, wie es aussieht. Damit kann man aber auch jemanden so richtig schön in die Fresse reinbögen. Mit so einem Abzeichen. Pff. Hä? Ist doch gerade irgendjemand gestorben? Irgendwas übersehen? Ne, da ist doch gerade aber irgendjemand gestorben. Hab ich doch gehört. Jetzt sammel doch mal. Was ist hier los? Ist da oben einer? Nein. Hm. Anscheinend haben die irgendwelche Probleme hier gehabt. Ist da hinten noch was Wichtiges? Nein. Dieser Instinkt, ne? Ich sag's ja immer wieder. Eigentlich könnten sie die ganzen Objekte ein bisschen blinken lassen, anstatt dass man immer wieder sich selber so ein bisschen rausholt aus dem Spiel mit diesen Schwarz-Weiß-Dings. Ich könnte mich nie für Tomb Raider begeistern, aber so mal zuschauen ist nicht schlecht. Entschuldige, Mr. Dillon. Oh, oh. Ach, er war das. Ja, du, wenn dir das reicht, ich meine, Uncharted 4... hat mein Bruder gespielt und ich habe mal zugeguckt. Ich dachte, einfach ich hätte nur. Sie ist genauso gut. Ist wie ein Film. Keine Chance. Danke, dass Sie mich da rausgeholt haben. Obwohl, man muss sagen, Lara Croft hat mehr Länge. Ja, weil man dieses Suchen und Erforschen, das ist bei. Oh, oh. Ich muss spielen, alles klar. Das ist bei Uncharted, ist es mehr gescriptet. Wow, hier jetzt aber auch anscheinend. Brennst du? Okay. Also ein super Loch im Eiswasser. Überleben Sie im eisigen Wasser. Ja, toll. Nach vorne. Ich schwimme doch schon, was das Zeug hält. Aber wird mir sogar angezeigt, selbst hier kann man diesen Instinktmodus benutzen. Oh, hier wird es hier recht beschissen gehen. Du schaffst es, Lara, komm. Oh, die kann schwimmen, die Frau, ja? Geschafft, hoffe ich. Ja.
Habe ich schon mal die Haare erwähnt? Ich mache das in jedem Video, wie gut die Haare animiert sind. Verfickte Scheiße. Sind die gut animiert? Ja, und wo ist Jacob? Der ist auch gesprungen, oder nicht? Ah, oder er gehört auch zu den Trollos, ey. Keine Ahnung, wenn der da nicht flüchten musste. Oh, guck dir Arschloch-Helikopter an. Das kann ja mal nicht wahr sein. Oh, dann Vollgas, Lara. Wir flüchten. Du triffst mich nicht. Ey, da haben die doch einen Einäugigen dran gesetzt ans Maschinengewehr. Kann ja wohl nicht wahr sein, was hier abgeht. Hep. Hep. Aber schönes Wasser. Und weiter geht's. Also wenn ich mal einen Glückstreffer muss er doch landen, der Idiot. Also nicht, dass ich will, dass Lara stirbt, aber mal ehrlich. Oh, kaputt. Schade, das könnte länger sein. Das könnte mehr noch sein, sogar hier dieses gescriptete Langlaufen. Dad, ist alles in Ordnung? Dad? Ganz langsam. Trinken Sie das. Es hilft. Sie hätten mich in dem Fluss lassen können. Hätten Sie mich drin gelassen? Ich hätte drüber nachgedacht. Glauben Sie, das habe ich nicht? Also, warum riskieren Sie so viel, um herzukommen? Moin, Daxedas. Die göttliche Quelle. Ich weiß, wonach Sie suchen. Aber ich möchte wissen, warum. Als ich klein war, gab es nur meinen Vater und mich. Er war auch Archäologe. In seinen letzten Jahren war er besessen von Mythen über Unsterblichkeit. Natürlich hat ihm niemand geglaubt. Ich auch nicht. Unser letztes Gespräch war ein Streit. Er hat sich umgebracht. Ich dachte, ich würde damit zurechtkommen, aber... Etwas anderes ist passiert. Und ich sah etwas, von dem ich dachte, es sei unmöglich. Es hat alles verändert. Ich erkannte, dass mein Vater richtig lag. Er starb allein und gebrochen. Aber er starb nicht umsonst. Sie halten die göttliche Quelle also für echt? Ich weiß es wirklich nicht. Aber wenn etwas davon wahr ist, muss ich es herausfinden. Man müsste sie erforschen und studieren. Das könnte die Welt komplett verändern. So etwas darf man nicht verstecken. Veränderungen sind leider nicht immer das Beste. Würden Sie Trinity... das Geheimnis der Unsterblichkeit geben? Natürlich nicht. Dann bitte ich Sie, Ihre Suche nicht aufzugeben, sondern Ihren Weg zu ändern. Schließen Sie sich uns an. Helfen Sie uns gegen Constantine und Trinity. Und was passiert dann? Dann verlassen Sie das Tal lebend. Im Wissen, dass Sie das Richtige getan haben. Nein,
Tut mir leid. Das kann ich nicht tun. Können oder wollen? Ich bekämpfe Trinity mit ihnen, aber mein Ziel bleibt dasselbe. Wenn ich jetzt aufgebe... Wäre es, als würden sie ihn im Stich lassen. Nicht nur ihn. Ich brauche Antworten, Jacob. Ich muss es verstehen. Sie gehen weg? Im Moment geht es mir um mein Dorf. Es liegt hinter dem Bergpass. Einen Tagesmarsch entfernt. Vielleicht gibt es einen kürzeren Weg durch die Kupfermine. Sie ruhen sich aus. Ich bin bald zurück. Da grinst er. Eigentlich ein sympathischer Kerl, ne? So, ein neues Abenteuer wartet auf Sie. Danke, dass Sie Baba Yaga, der Tempel der Hexe, für Rise of the Tomb Raider gekauft haben. Ich habe einfach die 20th Century Edition, also von daher, ich habe es nicht gekauft. Einsatzziele werden mit rosa Markierung auf Ihrer Karte dargestellt. In der Sowjetanlage wartet eine neue Mission auf Sie. Die Mysterien des gottlosen Tals locken. Aha. Jacob, sind Sie da? Verdammt, wo ist er? Verdammt, wo ist der? Und ich finde, das ist jetzt gerade einfach mal auch eine gute Möglichkeit, jetzt mal wieder rauszutappen, meine lieben Freunde. Und einfach mal wieder so ein Key unter die Menschen zu schmeißen. Ich hoffe, ihr seid alle bereit. Wir fangen erstmal mit was Kleinerem an. Einfach so zum Spaß. Und ich hoffe, ihr habt Spaß mit diesem Spiel. Haut rein, schreibt's, wer es als erstes hat. Ich freue mich für euch. Einfach reinschreiben, was es war und wer es als erstes hat. Viel Spaß damit. So, wir gehen wieder zurück ins Spiel und fortsetzen. So, erstmal kurz hier Lucky machen, was ich hier alles abstauben kann. Kann ich nichts abstauben aus dieser Hütte? Kann ja wohl nicht wahr sein. Ist das jetzt hier mein Lager? Aber hier, guck mal, da vorne, da ist dieses Rosane. Das gucken wir uns natürlich an. Okay, das ist noch kein festes Lager. Ach, hier ist mein Lager, alles klar. Oh, und hier sind wir jetzt zurück, komplett in dieser Sowjetunion. Das ist gut. Wieder allein. Jacob ist vorgegangen. So. Er hat etwas an sich, das ich nicht recht beschreiben kann. Es ist seltsam, irgendwie tröstlich. Irgendwie bin ich scharf auf ihn. Ich könnte ihm alles sagen, ohne dass es ihn beunruhigt. Ich spüre kein Urteil von ihm. Trotzdem ist er schwer zu durchschauen. Mein Instinkt sagt mir, dass er gut ist. Er hat mich gerettet. Ich kann ihm vertrauen, zumindest im Moment. Aber ich habe das unbestimmte Gefühl, Daxela sind ganz fixer, als er zugibt. Atemkontrolle. Ich muss ja irgendwann sowieso alles haben, oder? Das ist, aber was bringt mich jetzt denn erstmal so am Anfang weiter? Das mit dem Hohlspiel, Abrissexperte, fortschrittliche Technik verleihen. Achso, das war das. Ah, scheiße. Ich kann mich nicht, immer nicht entscheiden. Ach, Mann. Aber da ich sowieso irgendwann alles brauche, machen wir das hier. Tödliche Präzision, lautlose Exekution gehen schneller, oder? Ah, ne, hier. Machen wir erstmal hier oben. Eisenhaut. Perfekt. Alex, willst du mich nicht begrüßen? Entschuldigung, Price Clutch. Es tut mir leid. Ich bin hier komplett in dem Spiel vertieft. Es tut mir leid. Hab's auch irgendwie überlesen. Nicht absichtlich. Hallo, Price Clutch. Wie geht's dir? Hoffe, du hast einen schönen Tag. Alles gut bei dir. So. Was nehmen wir hier? Landen Sie aus beträchtlicher Höhe und rollen Sie sich ab mit STRG. Machen wir das auch noch dazu. So. Haben wir noch etwas, was wir hier jetzt freischalten können? Haben wir noch irgendwas freigespielt? Na, da bei Waffen. Da sagt er mir irgendwas. Oh, hier. Yeah. Was haben wir hier? Den Todesatem. Weiße Witwe. Okay, wo ist denn dieser Compound-Bogen? Ah, ist immer noch nicht fertig. Also, hier hätten wir ein bisschen mehr Schaden, aber Zielgeschwindigkeit, Schussfrequenz ist geringer. Aber mehr Schaden. Alter, der sieht aber auch gleich viel, viel geiler aus. Wie öffnet man sowas? Habe es noch nie gemacht. Hi, wegen herzlichen Glückwunsch. Wie was öffnet man? Der Smiley, den ich gemacht habe, sieht komisch aus. Und unten im Chat, lieber Alexander Tanne. Im Chat unten links, da kannst du. Achso, oder meinst du das Spiel? Da gehst du auf Steam, oben Spiele, dann auf Produkt bei Steam aktivieren. Genau. Da hat Daxe das vollkommen recht. Genauso macht man das. Also,
wenn du das, also wenn du das Spiel aktivieren willst darüber, also ich werde hier immer mal wieder Keys einstreuen. Ich habe auch schon mal gedacht, das wäre vielleicht ganz cool, wenn einfach ein Key mitten im Video aufblendet. Dann ist das nicht einfach kopieren und der am schnellsten kopiert hat und eingefügt hat, ist schon soweit. Sondern dann ist mal hier schön abtippen angesagt, ja. Wäre mal eine Idee. So. Der ist eigentlich bei allem anderen geiler. Außer beim Schaden. Aber ich freue mich ja auf den Compound-Bogen. Also wir lassen den jetzt mal. Und jetzt gucken wir uns mal hier das Gewehr an. Das ist mir noch ein bisschen zu langsam. Schaden ist zwar gut. Schussfrequenz. Aha. Das fehlt mir ein bisschen bei der AK. Lieber eine höhere Schussfrequenz. So, und jetzt. Haha. Ist mir nämlich gerade der Gedanke gekommen, meine lieben Freunde. Ne, hier beim Inventar muss ich vielleicht noch die Jacke mal wechseln. Ne, wo ging denn das? Bin ich gerade blöd? Ist das hier bei Munition mit versteckt? Nein, auch nicht. Ah, ich muss mal zurück. Dann war es bei Fähigkeiten, oder? Nee, auch nicht. Ist das bei Waffen? Es ist bei Waffen, entschuldigt. So, was hat sie denn jetzt gerade an, die liebe Lara? Von Jacob erhalten braune Jacke. Bringt ja nichts. Ich will ja irgendeine Jacke, die einen Bonus hat. Erhöht Radius für Explosivpfeile. Das will ich nicht. Erhöht Nahkampfschaden. Nein. Manuelle Heilung gewährt die Chance, Wunden zu verbinden, ohne Ressourcen zu verbrauchen. Das will ich auch nicht. Ich heile mich gar nicht so viel. Ich gehe lieber irgendwie in Deckung. So, wisst ihr? Abfeuern von Kugeln und Patronen reduziert ab und an nicht die Menge der verfügbaren Munition. Das fand ich cool. Reduziert die Verzögerung, bevor sich die Gesundheit nach Schäden wieder regeneriert. Nein. Das Abfeuern von Pfeilen reduziert ab und an nicht die Menge. Nee, dann machen wir doch lieber hier. Reduziert die Verzögerung, bevor sich... Nee, wo waren das gerade? Da, Kugeln. Mehr Kugeln. Oh yeah, guckt es euch an. Ist sie geil. Nehmen wir. So, und jetzt nehmen wir nämlich mal die Schnellreise. Und gucken nochmal ins erste Lager. War das das Basislager oder ist das Berggipfel 100% abgeschlossen? Hier nämlich noch nicht. Da benutzen wir jetzt mal die Schnellreise. Da will ich jetzt wirklich mal hin. Weil dort gibt es noch die Münzverstecke. Die brauchen wir unbedingt, damit wir Münzen haben, um die bei dem Händler mal einzutauschen gegen neue Waffen und Waffenteile und pipapo. Da kam ich aber nicht hin. Da stand ja am Anfang, sie haben noch nicht alle Möglichkeiten, um da eine Tür zu öffnen. Und das wollen wir jetzt mal machen. Schön, wenn ihr euch so untereinander helft. Das ist eine aktive Community. So liebe ich das und so mag ich das auch. Wenn ihr miteinander redet, kommuniziert und euch helft. Wirklich. Finde ich super. Weiter so. Habt euch lieb. So, jetzt gucken wir mal hier auf die Karte. Und das ist hier unten. Da ist die Höhle. Da wollen wir hin. So. So, gucken wir mal. Da in die Richtung muss ich. Alles klar. Und dann nehmen wir aber hier erstmal den Bogen. Ja. Komme ich da nicht hoch? Ne, hier komme ich nicht hoch. Ach, hier hatte ich mich versteckt, als die ganzen Typen kamen und mein Lager übernehmen wollten. Also sie sieht natürlich cool aus mit dieser Klamotte. Hier kann ich noch ein Vogelnest runterholen. Puff. Ich finde das gar nicht schlecht, wenn sie länger ziehen muss. Da hat man noch ein bisschen mehr Zeit zum Zielen. Du bist neu bei Trinity, oder? Oh fuck, da oben sind Leute. Ein paar Kumpels haben für mich gebraucht. Oh fuck. Versau das bloß nicht. Niemand zahlt besser, aber Fehler werden nicht toleriert. Was ist mit den einheimischen Führern, die man außerhalb des Tals erwischt hat? Es heißt, sie wären von zwei Personen angeheuert worden. Eine davon eine junge Britin. Also oh fuck. Sie vor der Lawine in den Bergen. Die kriegen wir noch. Klingt ganz nach Konstantins Phantom. Wer immer sie erwischt, wird ein reicher Mann. Angriff! Wir werden angegriffen! Na, wo war der andere? Was ist das? Geh in Position! Schießen wir mal da drauf. Wir werden angegriffen! Oh, fuck, wo? Wo war der? Scheiße. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, ho, ho. Fragen werden gleich wieder beantwortet. Erstmal muss hier die Action abgeschaltet werden. Wow, da. Ja, werf mal hier hoch, du Depp. So. Wo sind sie denn? Irgendwo hier unten. Da. Oh, shit. Wow, das war ja mal ein geiler Move von dem Typen. Dass der das echt knallhart hier hochgeworfen hat. Krasser Typ. Da. Habe ich Ruhe? Ich habe Ruhe. Herrlich. So, die Frage war,
Alex liebt seine Zuschauer, was hält deine Frau davon? Und ach übrigens, weil du dich gestern gewundert hast, weil ich so früh geschlafen habe, bin 15, eigentlich wollte ich ja noch wach bleiben, aber mein Vater meinte, ich soll schlafen. Du mit 15? Digga, ich habe einen 4-jährigen Sohn. Oder bald 4 Jahre alt, nächsten Freitag. Oh, guck mal, ich habe einen Fehler hingekriegt. Uhu. So, cool. einen kleinen Glitch. Ja, du, klar. Ich verstehe das, voll und ganz. Dann darfst du ja fast dieses Spiel gucken. Ist ja ab 16. Aber ich sag mal gleich, es gibt viele Spiele auf meinem Kanal, die möglicherweise nicht für dein Alter bestimmt sind, aber das interessiert ja heutzutage niemanden mehr. War das kein Double Kill? War kein Double Kill. So. Ja, meine Frau. Was findet meine Frau? Das ist hier mein Hobby. Meine Frau ist ja auch in manchen Videos mal zu sehen. Was soll die dazu sagen? Also, meine Frau zockt, unabhängig davon, dass sie jetzt der Zeit gerade nicht viel Zeit hat, weil wir eine frische, junge, kleine Tochter haben, die ist gerade mal 4 Monate alt. Ein Daumenring eines mongolischen Bogenschützen. Damit konnten sie schnell vom Rücken eines Pferdes schießen. Er muss einem recht großen Krieger gehört haben. Hä, mit einem Daumenring konnte man schnell vom Rücken eines Pferdes schießen? Also du hast den am Daumen und dann ist der länger und dann ziehst du mit dem... Man zieht doch so eine Sehne, ja? Aber mit dem Daumen verstehe ich gerade nicht. Aber okay, wird schon so hinhauen. So, ups. So, wie komme ich da hin? Das ist doch die große Frage. Das ist irgendwo dahinter versteckt, aber wie komme ich da hin? Also, meine Frau hat kein Problem damit. Gut, heute Abend wollte sie eigentlich mit mir ein bisschen Fernsehen. Hatte ich jetzt nicht so viel Bock drauf, bin ich ganz ehrlich. Wahrscheinlich muss ich dann hier mal ein bisschen was. Nutzen Sie Waffen oder Sprengladungen, um Absperrbarrieren zu zerstören. Nee, das ist Gift, scheiße. Mist, Sprengladung. Jetzt muss ich kurz überlegen, ob ich hier irgendwo was finde, womit ich mal was sprengen kann. Eine Dose. Also ist es dir egal, dass du deine Zuschauer liebst. Ach so, meinst du das? Ich dachte, wie sie das findet, dass ich hier daddel und so weiter. Vor allem einem Sieg im Kampf. Da wollte ich gerade nicht drauf drücken. Sie hatten wohl etwas in der Nähe zurückgelassen. Das hat damit gar nichts zu tun. Also mit meine Zuschauer lieben oder nicht lieben. Klar mag ich euch. Warum mache ich sowas hier, Leute? Hä? Ich mache das, weil ich es mag, in Interaktion zu treten mit verschiedenen Leuten. Und es macht einfach noch viel, viel mehr Spaß. Ah, hier, perfekt. Ein Spiel zu spielen und mit anderen Leuten darüber zu sprechen. Das ist doch kein Witz. Ja. Klar liebe ich meine Zuschauer. Genauso wie ich meine Frau liebe. So, muss Laptop anmachen, will gleich zocken. Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß. So, bauen wir mal kurz Sprengstoff. Und alle App. So, jetzt kommen wir da mal rein. So, das macht es natürlich dann wieder interessant, sich solche Areale anzugucken, in denen man schon mal war. Eine Art Fahne, die an einem Speer befestigt wurde. Das hier sieht ganz schön mitgenommen aus. Ne, Digga, das sind Haare. Guck mal, das ist ein cooler Hut mit Haaren dran. Jappadappa Pilze. Ah, ich muss echt noch irgendwie es schaffen, was mit Feuer herzustellen, damit ich auch durch solche Sachen da komme. Das ist ja blöd. War hier nicht noch was? Da vorne ist noch was. Also, es macht doch noch nicht allzu viel Sinn. Hier so, ne? Herzukommen, weil ich kann noch nichts, also Feuerpfeile oder so produzieren. Das ist voll doof. Hallo? Ich drück doch. Jetzt macht er. Ich schaue auf dem Handy, Laptop ist der. Auf dem Handy ist die Qualität auch um einiges geiler, oder Alex? Übrigens ein sehr guter Name. Alex ist ein fantastischer Name. So, scheiße, dann komme ich gar nicht zu den Sachen hier hinten. Das ärgert mich ein bisschen. Aber hier sind noch Münzen. Und um die geht es mir auch, ne? Was bringen diese Artefakte? Die Artefakte bringen Geld. Natürlich auch Erfahrung. Umso krasser und stärker wird Lara, wenn ich diese ganzen... Oh, hier, einfach so vergraben. Das ist natürlich blöd. Ne, guck mal gleich links jetzt hier. Mr. Dillon, wenn ich hier jetzt, ne, guck mal, 35 EP erhalten.
Umso stärker Lara wird, umso stärker Lara wird, umso dreckiger geht's meinen Feinden, ne? Wo zeigt der denn hier? Der zeigt irgendwo noch? Ne, der zeigt gerade gar nichts. So, und hier hinten gibt's auch noch Münzen. Und die brauche ich unbedingt, diese blöden Münzen. Ich habe erst 17 Stück und habe ich gerade nicht ausgewählt. Dieser Händler, der Händler will ja nur diese Münzen, die nicht zurückverfolgbar sind. Das hat er ja gesagt. Und hinten am Lager, wenn ich jetzt gleich wieder zurückgehe, sind auch nochmal Münzen. Perfekt. Das wollen wir. Ja, die Grafik ist besser. Ja, finde ich auch. Also ich gucke auch sehr, sehr gerne Sachen übers Handy. Vor allem abends, wenn ich im Bett liege. Ich habe ein Note 4, das hat einen ausreichend großen Display. Ja, da mache ich, wir haben im Schlafzimmer haben wir einen Fernseher. Ich mache den nie an. Ich gucke immer übers Handy. Ist auch energiesparender. Obwohl, über Energiesparen brauche ich gar nicht reden, ne? Ihr wisst gar nicht, wie heftig es manchmal teilweise ist hier mit Strom, wenn es darum geht, Sachen hochzuladen. So, jetzt habe ich hier aber nochmal Feuer gefunden. Soll ich es nochmal nutzen? Wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Dann gehe ich noch einmal zurück zur Höhle. Pfeile auch noch mitnehmen. Einmal zurück zur Höhle und werfe da dieses Feuer rein, weil ich muss ja jetzt dann eh wieder hier hoch zu den Münzen und dann benutzen wir den Wegweiser zurück. Oder war das die Höhle? Ich glaube, die Höhle war das dann. Ne, dann war es die Höhle. Forschungstasche. Die Höhle, ich weiß es nicht. Aber in die Richtung ungefähr. So, was? Was für, ja, die Grafik ist besser. Und was steht da? Bekomme morgen Hausbeschulung. Hab gerade 5 Launcher auf YouTube, das mag das gar nicht. Was ist eine Hausbeschulung? Heißt das, du gehst nicht zur richtigen Schule? Oh, das Feuer hat gar nichts gebracht. Okay, also da kommen wir noch nicht durch. Eine Hausbeschulung? Ja, also heißt das eine Privatlehrerin zu Hause, die dich unterrichtet? Oh, what? Sowas hatte ich nur früher, als ich, noch Klavier gespielt habe. Da hatte ich eine Musiklehrerin, die mich unterrichtet hat, privat. Sowas hatte ich mal. Das war mega kacke. Hey! Verreckt, ihr Tiere! Bambi! Oh, hier, das eine will einfach nicht sterben. Jetzt, voll in Anus. Ja, ich muss immer 45 Sekunden warten, bis ihr antworten könnt oder ihr meine Fragen hier überhaupt hört. Das ist ziemlich nervig. So, wo ist die Münze? Da vorne. Ich dachte, das wäre erst ein toter Cartman von South Park, wenn man hier sich dieses Zeichen anguckt. Alter, da war ich doch eben. Lass los. Da, jetzt haben wir's. Wie viele Münzen habe ich jetzt? 7 und insgesamt 31. Oh Mann, fuck. Ich muss mir echt angewöhnen, diese blöden Münzen gleich einzusammeln, wenn ich so einen Kartenabschnitt habe. So. Und richtig geil wäre es echt, wenn ich mal... Oh, hier, ich habe noch ein Waffen-Upgrade. Cool. Für die schnellen Gewehre... Was haben wir hier? Weniger Rückstoß. Nehmen wir. Gibt das eigentlich auch mal EP, wenn ich sowas aufrüste? Anscheinend nicht. So, Schnellreise. Gucken wir mal hier, wie es hier aussieht. Gelände abgeschlossen. Da habe ich nur ein Dokument vergessen. Da brauchen wir nicht hin. Aber hier gibt es Gräber. Mir war doch so, als ob es hier auch Gräber gibt. Hier gibt es Gräber abgeschlossen. 1. Gibt es hier ein Grab, was ich übersehen habe? Abgeschlossene Missionen. Was fehlt denn da? Eine abgeschlossene Mission. Hä? Kann mir das mal einer erklären? Wo sehe ich denn das mit dieser abgeschlossenen Mission? 3 von 3. Also eigentlich habe ich alles gesammelt. Es fehlt nur eine abgeschlossene Mission. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Naja. So. Jetzt müssen wir mal hier vorne hin. Hier ist die aktuelle Mission. Basislager Bahnhofs. So, da will ich hin. Kann ich aber nicht. So, war ich hier. Holzfälleanlage. Ja, beginnen wir doch gleich hier vorne. Das macht ja am meisten Sinn, oder? Dann bin ich da gleich in der Nähe von dieser neuen Mission. So, wo der Lehrer nach Hause kommt, weil ich noch keine Schulbegleiterin habe. Und da hat mein Vater das WLAN ausgemacht. Naja, ich sag gute Nacht, bis morgen, angenehmen Abend noch. Jo, Alex, viel Spaß.
Also anstatt Schulbegleitung, also bist du schon so ein bisschen ein kleiner Raufbold in der Schule oder ja, ich will nicht zu sehr in deine Privatsphäre, ADS-Kram oder so. Und ich kann nicht in die Schule, weil ich noch etwas, ja. Da ging wohl mal was schief, wa? Kann passieren, Alter. Ich verurteile sowas nicht, das sage ich dir gleich. Alles gut. Oh, da liegt einer kaputt. Da wollen wir mal runter. Aber Hausbeschulung klingt halt komisch. Ich gehöre zu Jacob. Wir sollten auf sie warten. Aber diese Schweine haben uns gefunden. So, was hat er? Ist alles okay? Ich schaff's schon. Aber ich muss hier weg, falls die Eindringlinge zurückkommen. Da ist eine Höhle. Hinter der Brücke da. Die haben wir vorhin schon besucht. Also, dort sehen sie nicht nach. Im letzten Part. Aber allein kann ich sie nicht räumen. Nicht so. Ich räume nicht. Wenn sie sie töten, hätten wir einen sicheren Ort zum Sammeln. Ich hätte vielleicht sogar etwas für ihre Pistole. Können sie uns helfen? Ja. Ja, natürlich. Sehr gerne. Bleiben Sie in Deckung. Ich komme wieder. Danke. So, jetzt muss ich dann nach da vorne, oder was? So, jetzt gucken wir mal. Da ist ein Grab. Da will ich ja auch noch hin. Herausforderung Grab. Da haben wir das gefährliche Terrain. Und da ist die Höhle, wo ich hin soll, wegen ihm. Dann gehen wir auch da als erstes hin. Job hatte recht mit ihnen. Da. Aber Schulbegleiter sind doch heute, so wie ich das mitgekriegt habe, relativ gang und gäbe, ne? In manchen Klassen sogar bis zu 3 oder 4 Schulbegleiter. Was ich ehrlich gesagt doch ein bisschen heftig finde. Weil dann stimmt doch irgendwas einfach nicht mit unserem Schulsystem, oder? Liege ich da falsch? Ah, hier soll ich rein. Da stimmt doch was nicht mit unserem Schulsystem, wenn... Es kann nicht immer an den Schülern liegen. Das kann ich mir auf Dauer nicht vorstellen. Da habe ich echt Probleme mit. Dass man immer den Kindern die Schuld gibt. Das Schulsystem ist für den Arsch. Wisst ihr, Kinder spielen heutzutage nicht mehr so viel draußen. Das ist einfach so. Und wenn man dann 10 Stunden lang ruhig sitzen soll und irgendwie Unterricht folgen, das funktioniert ganz oft einfach nicht. Also damit will ich nicht... Ne? Wir haben es auch früher hingekriegt, keine Frage. Und ich würde sagen, wir fühlten uns ja schon frech, aber was heutzutage teilweise abgeht in Klassen, ist noch 1000-mal frecher. Aber... Böser Wolf. Oh, böser Wolf. Böser Wolf. Böser Wolf. Böser Wolf. Böser Wolf. Ich zerflüge dich. Oh, ich dachte, ich könnte ihn einfach... Böser Wolf. Verdammt, ich dachte, ich könnte nochmal zuhacken, aber es ging nicht. Guck, Stream jetzt über Lappy. Das freut mich, dass du hier bleibst, Daxedas. Also, wir sind doch coole Bros hier alle, oder nicht, Jungens? Da muss man doch zusammenhalten, muss man doch. Und ganz wichtig, ich sag's gerne nochmal, wenn man diesen Stream und mich als Knifte gerne hat, dann könnt ihr es gerne liken, teilen. Auf allen euch bekannten Plattformen, sei es Facebook, YouTube, Twitter, keine Ahnung. Oh, hier, wie heißt es? Ich vergesse es immer. Ach, fuck, wie heißt es denn? Aber hier dieser Messenger-Service, den Leute in meinem Alter einfach nicht verstehen, wo man nur so Videos losschickt. Seht ihr Snapchat? Oh mein Gott. Da kann ich nicht mitreden, da ich keine Ahnung habe, wie das deutsche Schulsystem ist. Müssen halt mal wieder Rainbow zocken. Das deutsche Schulsystem, du, ich habe selber keine Ahnung, wie das derzeit ist. Ja, aber das, was ich mitkriege, ich werde es dann mehr mitkriegen, wenn mein Sohn selber zur Schule geht. Ne? Aber ich habe zum Beispiel eine Arbeitskollegin, die nebenberuflich auch noch Schulbegleiterin ist. Und die erzählt mir dann auch, halt auch mal ein paar Sachen. Das darf uns nicht entwischen. Wir müssen wissen, warum sie Team Bravo gefolgt ist. Aber, also, haben Sie die weiß Höhle nicht. Geräumt? Ja, Baby. Die Höhle ist leer. Sie können jetzt hingehen. Dort sind Sie sicher. Bravo ist unterwegs auf keinen weiteren Widerstand gestoßen. Findet die Einheimischen. Wir brauchen Antworten. So, habe ich jetzt mal meine Belohnung gekriegt? Hallo? Was ist mit meiner Belohnung? Warum geht sie gerade so? Hallo? Irgendwie redet der nicht mehr mit mir. Hat der ein Problem? Was ist denn mit ihr los? Warum schleicht sie denn gerade so? Sie soll nicht so schleichen. Ich will nicht. Sie soll aufhören. Irgendwie bin ich immer noch in der
Torquen. Ah, jetzt. So, jetzt testen wir es nochmal. Jetzt gehe ich nochmal zu dem hin. Der hat mir nicht meine Belohnung gegeben, der Arsch. Hier. Du bist der hinterletzte Penner. Du sollst mir meine Belohnung geben. Herausforderung geschafft. Abgeschlossene Mission. Hier, was ist das? Kehren Sie zum Verletzten. Du bist doch der Arsch vom Herrn. Ich hole einfach mal ganz kurz diese Münzen. Und hoffe, dass einfach, wenn ich eine andere Tätigkeit gerade nachgehe, dass sich das gleich wieder einrenkt. Sonst ist es jetzt gerade ein bisschen buggy. So, wo sind die Münzen? Da sind die Münzen. Steckalte Münzen sind hier. Finden Sie den richtigen Ort, um es auszugraben. Gibt es etwa einen Modus? Oh, hier ist auch eine Höhle. Karte aktualisiert. Wow, Totenkopf. Das ist genau wie in Paris, in den Katakomben. Voll geil. Also Katakomben ging es mir echt schlecht, aber ich glaube, das habe ich mal erzählt schon in der Vendetta-Woche. So, was finden wir denn hier Schönes? Alter, die Höhle ist mir aber bis jetzt noch ferne. Wow. Money, money, money. Sieht schon alles ganz nice aus. Oh, 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 da oben. Nee, du sollst ja mal gucken. Oh. Manchmal mag ich sie nicht. So, gehen wir mal ein Stück zurück. So. Jetzt wird mir angezeigt, aber wie kann ich das da oben lesen? Wenn ich da vielleicht mit einem Bogen drauf ziele, dass der Bogen... Nein, alles für den Arsch. Okay. Gehen wir erstmal weiter. Stimmt, Mr. Dillon, du kamst aus Österreich oder Schweiz, ne? Österreich, glaube ich, war es. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß gar nicht, wie im weltweiten Vergleich euer Schulsystem Damien, abgeschnitten der Baumeister hat. Des Propheten. Kann man die Codes auch am Handy einlösen? Oh, das weiß ich gerade gar nicht. Müsste aber eigentlich eine Möglichkeit geben, weil ich glaube, ich habe mal über Kinguin per Handy-App was gekauft. Ja, hier kann ich gar nichts machen. Ach, hier hoch. Habe ich mal was gekauft und ich glaube, mit der Steam-App eingelöst. Ich will hier noch nicht hoch. Jo, hinten war doch noch was. Da will ich hin. Ja, wie komme ich da hin? Lara, jetzt mal ehrlich. Du springst sonst so krass durch die Gegend. Und das hier schaffst du nicht. Das schaffst du nicht. Ist da irgendwie ein anderen? Ach, von da oben. Irgendwie ein Durchgang. Okay. Hm. Städte baut man nicht mit Plänen allein. In der Schweiz, entschuldige. Material und jemanden, der weiß, wie man baut. Damien war dieser jemand. Es heißt, er konnte Steine nur aus einer Handvoll Erde und einer Zunderbüchse brennen. Sein Handwerk soll göttlich inspiriert gewesen sein. Seine Hand gab den Träumen der Architektin eine Form. Ich gucke gerade bei Steam. Ich gucke jetzt mal. Also, Bibliothek. Wenn ich jetzt einfach auf Bibliothek gehe, kann ich da einen Code eintippen? Also, ich gucke mir gerade die Handy-App an, ja? Ich mache das für euch. Also, es soll jetzt hier nicht, ich gucke hier rein, so. Okay, meine Handy-App lädt gerade wie Scheiße. Also, vergesst es. Der Argo kann das aber mal ausprobieren. Na, Argo? So, mal gucken, wie es hier mit Schwimmen aussieht. Aha. Kann ich irgendwo untertauchen? Hier war... Nee, hier sehe ich nichts. Da sehe ich was. Komm ich tiefer. Da ist auch voll der Ölfilm drauf auf dem. Wie komme ich denn noch tiefer? Ah, oh, komm jetzt mal hoch. Hol Luft. Alles klar, los, runter mit dir, Lara. Da geht's auch nicht lang. Okay, dann wieder hoch. So, aber hier habe ich irgendwas gefunden.
Okay. Agu hat gerade auch nichts gefunden. Ach, jetzt bin ich hier oben. Cool. Okay, alles richtig gemacht, würde ich sagen. Ah, okay. Lara ist so blöd, um über den Stein zu springen, aber das hier geht klar. Alles klar, ja, ja. Abgerollt. Oh, hat nicht funktioniert. Interessanten Ort entdeckt. Sowas mag ich ja an Lara Croft. Ohne Scheiß, ne? Dieses Archäologen-Gedöns hier durch die Gegend rennen. Indiana Jones Gefase, finde ich super. So, jetzt gucken wir mal rein hier. Was finden wir denn hier Schönes? Es tut mir leid, dass ich das mit Österreich eingebrannt habe. Antiken Bogen, einer von vieren. Kacke. Dagegen kann ich nun mal nichts machen, lieber Mr. Dillon. Wäre ich denn auch schnell genug für dich? Oh, jetzt krieg ich gerade keinen. Warte mal. Ich muss meinen Schweizer Dialekt aufpolieren. Möchtest du eine Schokoladenriegel lecken? Ah ja, so geht's. Unser bester Sänger in der Schweiz ist der DJ Popo. So, jetzt bin ich wieder drinnen. Wir leben Schoki. Schoki ist das Größte, das wir haben. Sorry. Ich weiß, es ist nicht perfekt, ja, aber wenn ich eine Woche bei euch bin, ich sag's dir, ich spreche besser Schweizerdeutsch als ihr. So. Habe ich, glaube ich, mal erzählt. Ich habe meine Schwester in Dresden besucht. Ja, die ist ja nach Dresden gezogen. Also eigentlich hat sie westliche Werte kennengelernt, aber spricht halt gebrochen Ostdeutsch, ja. Und wenn ich da bin und ich dann die ganze Zeit halt auch so ein bisschen so rumflachse mit Ostdeutsch. Die Höhle geräumt? Ah, jetzt hier. Ist die sicher? Jetzt. Die Höhle ist leer. Aha. Sie können jetzt hingehen. Dort sind Sie sicher. Vielen Dank. Hier. War gar nicht so dumm von mir. Jacob bat uns, Sie zu beschützen, aber... Sie haben gar keinen Schutz gebraucht. Pistolenvisier. Waffenaufsätze sind schusswaffenspezifische Ausrüstungsteile, die an Waffen angebracht werden und ihr Verhalten und ihre Fähigkeiten verändern. Alle Schusswaffen desselben Typs bekommen einen Aufsatz, sobald sie diesen besitzen. Aufsätze werden automatisch auf alle passenden Waffen angebracht. Mr. Dillon hat geschrieben, das müsste ich schon Meth einbrennen. Dass ich nicht aus Österreich bin. Da muss ich wohl mehr aktiv sein. Ey, ohne Scheiß, ich sag's dir. Ich wette auch, wegen Meth habe ich das in meinem Kopf. Ich sag's dir. Das liegt nur an Meth. So, jetzt, was haben wir hier? Da ist eine Mission verfügbar, aber wir gehen jetzt mal zu diesem Besonderen. Was man nur sieht, wenn man halt die DLCs hat. Hallo. Erreichen Sie das Sägewerk. So, das machen wir jetzt mal. Wo ist der coole Kopf? Da ist der coole Kopf. Ich sollte aber vielleicht, ja, genau, die AK auswählen. Die Unruhen im Sägewerk. Oh, was geht denn hier ab? Haltet sie, Eindringling! So. Du hast daneben geschossen, Spacko. Ach Gottchen, das waren die Unruhen im Sägewerk. Oh, bin ich froh, dass ich diese Unruhen bekämpfen konnte. Es ist sicher. Sie kann rauskommen. Ja, der da oben, der tut mir ein bisschen leid, ne, mit seinen Pfeilen im Anus. Sie versteckt sich noch. Sie versteckt sich noch. Oh, hier ist ein Benzinkanaster. Dann würde ich mal sagen, Blut. Sie ist verletzt. Ja. Stopp! Stehen bleiben! Ich bin nicht von Trinity. Mein Name ist Lara und deine Waffe ist nicht geladen. Ich kann sehen, dass der Zylinder leer ist. Der Schlagbolzen hat eh nie funktioniert. Du bist verletzt. Bitter. Ich muss mich nur kurz hinsetzen. Lara, nicht wahr? Ich bin Nadja. Hallo, Nadja. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Was kann ich tun? Mein Großvater hat sich nachts aus dem Dorf geschlichen. Ich glaube, er will zum gottlosen Tal, wo die Hexe Baba Yaga lebt. Oh, Baba Yaga! Ich will ihn einholen, als mich die Eindringlinge erwischt haben. Vor meiner Geburt hat die Hexe meine Großmutter ermordet. Großvater hat immer von Rache gesprochen. Aber ich hätte nie geglaubt, dass er es tatsächlich wahr macht. Die Zeit ist knapp und in dem Zustand kann ich nicht selbst gehen. Wir müssen ihn finden. So, möchtest du Großvater finden? Neue Outfit, neuer Bogen? Klar. Alles mitnehmen. Ich werde dort lang gehen und versuchen, seine Spur aufzunehmen. Man kauft ja nicht so ein Spiel ohne Grund. Einfach nur. Der Pfad zum Tal führt durch aber die Höhle östlich. Ohne Grund gibt's jetzt mal wieder ein neues Spiel für euch da draußen, ihr kleinen Kniften. Und zwar, wir. Icke, hau jetzt irgendwas raus. Aber
ist nochmal was Kleines. Komm, ich hau nochmal was Kleines erstmal raus. Irgendwas Kleines. Ich habe nichts Kleines, sehe ich gerade. So ein bisschen als Problem. Sind alles hochwertig tolle Spiele. Oh, das ist ein Indie-Titel. Ich gucke gerade. Oh, das ist doch mal eine Idee. Das ist schon ein bisschen älter. Jetzt weiß, ja, ich habe doch gesagt, dass es runtergesetzt war. Mensch, ich bitte euch. So, das ist ja ein bisschen älter. Vielleicht hat es auch der eine oder andere schon. Aber der es noch nicht hat, freut sich hoffentlich über diesen Key. Viel Spaß damit. Und dann bitte, wie immer, sagt mir Bescheid, dass es geklappt hat, was das für ein Spiel war. Und wir gehen wieder zurück ins Spiel. So, jetzt sagt YouTube gerade schwache Ausgabe. Was soll denn das? Ach so, ja, weil ich wahrscheinlich auf dem Desktop war. Da hat es rumgesponnen. Hey, jetzt kommt gerade meine Frau hier rein. Das ist witzig. Hallo. Weißt du? Ja, ist ganz witzig. Warte mal, wir machen mal Pause. Telefon für mich. Oh, ist wichtig. Ah, die Arbeit. Oh. Dann machen wir jetzt eine kleine Pause einfach. Meinst du, es wird länger dauern? Ist schlimm? Nee, ist nicht schlimm. Ich muss ganz kurz ans Telefon, Leute. Das heißt, ihr habt jetzt ganz, ganz kurz die Zeit. Ihr könnt einen Kaffee trinken, onanieren, pinkeln etc. Aber die haben gerade gefragt, wie meine Frau es wohl findet, dass ich Let's Playe und dass ich meine Zuschauer manchmal, also dass ich die so sehr liebe. Was? Das versteht man gerade nicht. Du kannst besser schießen. Bei was? Bei gar keinem Spiel kannst du besser schießen. Also, liebe Freunde, wir machen eine kurze Pause. Ich muss ganz, ganz kurz ans Telefon. Das ist nun mal das Problem, wenn man halt nicht nur sein Geld mit YouTube verdient. Und ich bin gleich wieder da. Also, rennt mir nicht weg. Bis gleich.
So, da ist der Alex zurück. Ah. Es tut mir wirklich leid, es tut mir wirklich unsagbar leid, aber ich habe, glaube ich, schon mal erzählt, ich arbeite in einem Wohnheim für Menschen mit Behinderung und wir haben keine Nachtbereitschaft. Und wenn es Probleme gibt vor Ort, dann wird halt bei mir direkt angerufen. So. Wo ist denn jetzt das Ziel? Ach, da. Da muss ich als nächstes hin. Es tut mir wirklich leid. Was habt ihr denn geschrieben in dieser Zeit? Ach, jetzt weiß ich, warum Alex gerade Tomb Raider spielt. Ja, ist runtergesetzt. Ich denke gerade daran, wie lange ich schon dabei bin bei dir als Zuschauer damals, wo du noch auf Livestream gestreamt hast, dein Dead Space Let's Play. Das Let's Play kann ich nur empfehlen. Ja, Jonathan appelt Alex, der Stripper, ruft der Kunde für morgen an. Ha, 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 du Vogel. So. Hast du schon nach meinem Großvater gesucht? Noch nicht. Werde ich noch. Mal gucken, kann ich das jetzt eigentlich so mit dem Bogen runterholen? Nee, kann ich nicht. So, also, wir müssen jetzt zum Großvater. Der Großvater, da hinten ist es rosa. Das wird es doch sicher sein, denke ich mal. Also es tut mir echt leid, dass ihr gerade diese Pause hattet, aber ich kann dagegen nichts machen, ne? So ist es nun mal. Oh! Wow! Oh! Schnell da hoch! Kriegst du mal eine Giftpackung, Digga. So, im Arsch. Wow. Wo kann ich damit was machen? Finden Sie den Eingang. Wollen wir mal hier rein? Aber, ah nee, doch, ist richtig. Hier muss ich weiter, okay. Ah, jetzt kann ich das hier wegziehen, alles klar. So, machen wir mal. Jetzt komme ich zum geheimen Grab, denke ich mal. Hier ist ein Pfad, gut ausgetreten. So. Kommt da auf einmal unbekanntes Lara, Gebiet. Ich habe bei einem toten Eindringling ein Funkgerät gefunden. Kannst du mich hören? Laut und deutlich. Jep, ich höre dich. Ich kann die Frequenz der Eindringlinge überwachen, während ich mich verarzte. Ich melde mich, wenn ich was Nützliches höre. Komm im Basislager. Dann gehen wir da mal kurz ran. Check. Wie immer. Hoffentlich geht die Geschichte jetzt weiter dann auch. So. Ich muss mal ganz kurz. Es tut mir leid. Ich sehe auch gerade, hier sind voll viele. Nachrichten. So. Und hier noch ein Anruf. Und so passt es. So, dann wollen wir mal gucken. Bei den Waffen habe ich irgendwas Neues. Bei welcher Waffe denn bitte? War das jetzt hier? War das hier richtig? Hä? Es wurde doch gerade bei den Waffen angezeigt. Da habe ich was Neues. Zeigt aber nichts. Inventar? Ach, scheiße, hier. So, was haben wir denn hier? Gewehr, Munitionsbeutel, Lederbeutel mit Verschluss, Lasche, der viele Patronen aufnehmen kann, erhöht die Tragkapazität von Gewehrmunition. Alex macht gerade PC an. Kommt mir nur so vor, oder kann es sein, dass ich mit diesem Tomb Raider-Teil versucht haben, Far Cry Konkurrenz zu machen? Ja, das haben schon einige geschrieben. Und noch eine Fähigkeit. Wie gesagt, ich muss sowieso mal alles erledigen, also haben wir jetzt hier ausweichen. Einfach rein. So. Jetzt gucken wir mal weiter. Wir sind jetzt... Aber wir sind immer noch nicht beim geheimen Grab, oder bin ich blöd? Erstmal gucken, was wir hier noch finden. Was kannst du mir noch über das gottlose Tal erzählen, Nadja? Meine Leute meiden diesen Ort. Schon seit Jahrhunderten. Als die Sowjets hier waren, wollten sie dort einen Vorposten errichten. Aber sie haben Baba Yaga verärgert. Und sie hat sie alle verrückt gemacht. Diese Baba Yaga. Großvater hat mir alles über sie erzählt. Sie wohnt in einem magischen Haus, das auf Vogelbeinen läuft. Nein! Oh, ich bin abgerutscht. Oh, alles gut. An das Haus mit Vogelbeinen? Ich glaube, Großvater. So.
Er war im Gulag, als die Sowjets meine Oma ins Tal brachten, um beim Erforschen der Ruinen zu helfen. Die Hexe hat sie ermordet. Das hat er nie vergessen. Aber eine richtige Hexe? Ich muss, wie es aussieht, nochmal ganz kurz weg. Oh Mann, was ist denn hier heute los, Leute? Bis gleich. So, jetzt ist wieder da. Also jetzt mal ohne Scheiß, was hier heute passiert, ist unglaublich. Als eben dieser Anruf war, ja, nehme ich das Telefon, gehe auf die Terrasse bei mir, rauche eben eine oben, ja, weil ich wusste, das wird ein bisschen länger dauern mit dem Telefonat. Und dann bin ich rein und wollte weiter livestreamen und habe meine Frau ausgeschlossen auf der Terrasse, die da aussaß. Habe ich einfach nicht mitgekriegt. So. Und das waren hier diese komischen Telefonate, die hier waren, die ich so weggedrückt habe. Und jetzt ist sie gerade barfuß ums Haus gelaufen und hat hier gegen das Fenster geklopft, damit ich sie wieder reinlasse. Ja, ich bin ein böser Ehemann. Shit. Los, komm. Langsam. Oh mein Gott, es ist so unglaublich böse, was ich getan habe. Oh, geil. Optionales Herausforderungsgrab, sowas mache ich. Laura, warte. Ich empfange eine Übertragung. Das musst du hören. Homeworks, kommt! Sofortige Evakuierung! Scheiße! Was zum Teufel ist das? Lol. Was zum... Oh, gerade so. Oh Mann, ey, ich bin so ein schlechter und böser Ehemann. Gehört? Das war die Hexe. Das war Baba Yaga. Geht da draußen auf jeden Fall vor. Egal was es ist, wir werden es herausfinden. So. Geschafft. Aber hier ist wenigstens mal die Kletteraufgabe ein bisschen forderner als sonst, aber es ist okay. Und es sieht verdammt gut aus. So, komm, Lara. Du musst nicht in den alten Tempel. Geh zum hölzernen Steg an der Klippe. Ein Seil sollte dorthin führen. Auf diesem Pfad kommst du direkt ins Tempel. Aber ich will in den alten Tempel. Was höre ich da? Ich stehe auf solche Rätsel. Ich muss nicht in den alten Tempel. Nein, hier sind irgendwelche Sachen versteckt. Oh Mann, voll geil. Ey, sperr ich die Alte da aus. Mega witzig. Oh. Aber heute ist es echt wie verhext, ne? So ist es halt. Deswegen... Ohne diesen Ort, diese göttliche Skulptur aus Wind und Stein, wären wir verloren gewesen. Die Geschichte des Spähers, der diesen Ort fand, kennen wir alle. Aber die meisten von euch wissen nicht, wie nah wir dem Tod waren. Verirrt in den Bergen, ohne Nahrung. Ohne Hoffnung. Wir hatten Zweifel am Propheten bekommen. Aber der Späher hörte den Klang und nahm ihn als Zeichen. Er allein stieg die Klippen hinauf, angelockt von der Musik. Und dort sah er unsere Rettung. Dieser Schrein ehrt nicht nur ihn und seinen Mut, sondern die Kraft unseres Glaubens.
Ach, entschuldigt, ich bin immer noch am Schmunzeln. Es hat noch keiner was geschrieben zu dem, anderen Key. Hat den noch keiner eingelöst, hat den noch keiner ausprobiert? Das war irgendeine Art Schrein. Die Menschen sind hierher gepilgert. So, wollen wir mal gucken, was wir hier so machen können. Also, wenn ich hier drücke... Achso, muss ich überlegen. Ich mache jetzt mal runter. So, wenigstens funktioniert das Gegengewicht noch. Okay, das funktioniert. Hoch, runter, alles klar. Kann man mal loslassen. Hallo. Okay, was haben wir hier drüben? Was passiert, wenn wir hier drücken? Mist. Das hängt fest. Das Gegengewicht hängt fest. Nee, da funktioniert auch nichts. Ich muss durch diese Tür. So, wie kommen wir denn da hin? Ah, guck mal hier oben. Alles klar. Oh Mann. Stellt euch mal vor, ich hätte das nicht mitgekriegt, einfach weitergemacht. Was dann gestanden hätte in den. In den Zeitungen. Böser Ehemann. Interessierte sich mehr für Computerspiele als für eigene Frau. So. Was war das denn? Ach, fuck, muss ich es möglicherweise dafür lose machen? Ja gut, dann hauen wir hier erstmal rein. Sie ist so stark. Bin ein echt böser Ehemann. So, komm, lass mich hier nochmal hin. Mach nochmal Gewicht runter. So. So. Ja, das sieht besser aus. Jetzt rastet das Ding da voll aus. Ja, diese Unterstellung, dass ich das absichtlich gemacht hätte, ich bitte dich. Ich niemals. So. Was ist das für eine Klinge? Geschafft. Jawohl. Jetzt kann ich die Tür öffnen. Genau in dem Moment, wo Dings da langkommt. Oh, hier haben wir noch ein Buch. Lesen. Es heißt, das erste Mal den Klang zu hören, vergesse man nie. Meine Eltern waren mit mir hier, um das Mysterium des Schreins zu erleben. Irgendwann bringe ich meine eigenen Kinder her. Es heißt, ohne die Musik der Berge wären unsere Vorfahren bis zu ihrem Tod umhergewandert. Doch dann haben die Berge sie heimgerufen. So wie sie auch mich rufen. So, es war also alles hier richtig gemacht, ne? Mit dem Wind wurde es dann rüberge... Kann jetzt Griechisch 3 übersetzen, Alter. Sie hat's drauf. Hier war nichts zum Übersetzen, ne? Aber eigentlich müsste ich sie ja jetzt einfach hier hochziehen können. Testen wir. Hallo, Lara. Ja, perfekt. Wowie McWowson. Unglaublich. Eine natürliche Formation. Alter, guckt euch das mal an. Wie fantastisch das aussieht. Na, was haben wir da drin? Nur ein bisschen Kohle und hoffentlich kann ich jetzt wieder irgendwas perfekt lesen. Obwohl, das Rätsel war jetzt nicht so schwer, ne? Es ist ein Kodex mit verschiedenen Betrachtungen zur Willenskraft. Innere Stärke, neue Fähigkeit gemeistert. Wenn Sie im Kampf schwere Verletzungen erleiden, der Bildschirm wird dann grau, wird Ihre Gesundheit automatisch erneuert. Dieses Gesundheits-Sofort-Regeneration erfolgt nur einmal pro Kampf und wird zwischen den Kämpfen aktualisiert. Cool. Einfach so. Grab abgeschlossen. Stimme Gottes. Das heißt also, durch die Winde, die da durchgehen... Irgendwas dahinter noch? Nee. Irgendwas leuchtete doch gerade.
Durch die Winde, die da durchgehen, ist das wie ein Orgelspiel. Versteht ihr? Echt cool. Ah, hier. Nehmen wir auch noch mit. So, wir müssen da vorne weiter. Aber auch geil, dass das Mädel sagt, ich muss hier nicht rein. Es ist nicht mehr weit bis zum gottlosen Tal. Geh einfach den hölzernen Steg an der Klippe hinunter. Na klar, mache ich das. Der sieht ja auch total sicher aus. Warum sollte ich das nicht machen? Sieht aus wie Manipel. Eine Zeremoniekleidung, die Priester beim Messen trugen. Tja, ich muss einen riesen Rucksack haben. Hallo? Ich drück doch leer das jetzt. Ach. Wollte sie dann erstmal nicht. Ich sag ja, super sicher. Yep, und hoch mit dir, Lady. Hier ist ein kleines Lager. Großvater scheint es ja bis dahin geschafft zu haben. Alter, wie ist denn der Großvater darüber gesprungen? Da bin ich ja mal gespannt, wie alt er ist. So, mal alles hier erkunden, ob irgendwo was liegt. Und abrollen. Tschuk. Yeah. Nadja, ich glaube, ich habe dein gottloses Tal gefunden. Ich weiß nicht, ob es Baba Yaga ist, aber hier draußen ist etwas. Sei vorsichtig. Das ist ihr Land. Oh, Lager. Sehr geil. Wieder einen neuen Fähigkeitspunkt. Was haben wir hier? Vergrößert Zeitfenster für Ausweichkonter. Nehmen wir. Ich hau jetzt einfach nur noch rein. Ja, wenn ich sowas habe, weil das... ich will ja alles davon freischalten. So, beim Inventar interessiert mich nur, ob ich mal neue Munition brauche. Ja, kann ich auf jeden Fall mal zwei erstellen. Alles klar. Und ich will wieder den anderen Bogen auswählen. Auch wenn dieser Bogen stärker ist, ist der andere Bogen... Das mit der Zielgeschwindigkeit ist doch netter. Was will er denn jetzt hier? Einfach mir nur zeigen. Danke dir. Habe ich das gerade richtig gesehen? Kriege ich dafür Erfahrungspunkte, wenn ich irgendeinen Bogen auswähle? Alter, ich krieg dafür EP. Bin ich blöd. Ey, dann sollte ich das echt mal machen. Alle Bögen auswählen. Und auch bei meinen Pistolen, wenn ich dafür immer Erfahrung kriege, wenn ich die neuen Sachen noch nicht ausgewählt habe. Die hatte ich schon. Komisch, bei denen kriege ich das nicht. Und was, wenn ich hier drauf drücke? Das war nur gerade beim Bogen. Okay. Tja, nee, dann lassen wir es dabei. Aber ist dann der hier? Ne, wo ist denn der da? Der ist doch irgendwie cooler. Gut, das fragt man sich doch immer bei manchen Charakteren in Videospielen, wie sie mit ihren alten manchen Orten erreichen können. Price Clutch muss gleich wieder ausmachen. Ach, Price Clutch. Du Armer. Kannst du doch nicht machen. Du willst doch auch wissen, wie es mit Lara weitergeht. Den ersten Kontakt mit dem älteren Einheimischen hatten wir um 0700. Zuerst glaubten wir, dass er an einem Angriff auf die Anlage beteiligt war. Doch er entfernte sich durch eine nicht kartierte Schlucht. Wir wurden autorisiert, ihm mit etwas Abstand zu folgen. Und schon sind wir auf Ruinen und andere vielversprechende Zeichen gestoßen. Wir versuchen, hier draußen die Ruhe zu bewahren, aber das sieht nach einem großen Fund aus. Dieser Entdeckungsbonus ist uns so gut wie sicher. So gut wie sicher. Aber Price, du kannst es ja dann auch morgen nochmal im Nachhinein gucken. Oh, was wird denn hier? Oh, cool, ich komme voll auf Droge. Blumen. Was hast du gesagt? Ich kann dich nicht verstehen. Irgendwas stimmt nicht. Hier dreht sich alles. Das ist auch wie bei Far Cry. Wow. Nein, ich muss träumen. Oh. Nicht real. Das kann nicht sein. Das ist ja eklig. Geh einfach weiter.
Lara. Dad? Nein. Ey, das ist krank gerade. Nein. Warte. Wo bin ich? Wie weit geht dieser Weg? Anna. Das ist nicht echt. Nicht er. Da hinten war Baba Yaga. Dad, halt! Wow! Nein, ich muss sofort hier raus. Ich hab mich erschreckt, ich geb's zu. In den Mythen steht die Wahrheit. Ich will nur weg. Bitte. Nein. Nein, das ist nicht. Muss ich nicht langsam mal wieder klarkommen? Wer bist du? Warum tust du das? Schluss! Verdammter Mist! Stopp! Für mich ist es zu spät. Oh nein. Nein. Tu's nicht. Bitte. Ich muss verstehen. Wer bist du? Wie dreckig war das denn gerade? Alter, Baba Yaga. Das war jetzt ja gerade Psycho, ey. Wie aus so einem Manga. Das ist unmöglich. Es ist nur ein Mythos. Hier. Nein, Lara. Es gibt kein Zurückleben. Du bist draußen verrotten. Was passiert gerade hier mit dem Spiel, ey? Oh, Wölfe! Alter! Wow, wow, wow! Ja, komm! Lass mich in Ruhe, böser Wolf! Oh, kann ich nicht mal in Ruhe hier rumrennen? Überall tauchen Wölfe auf? Oh Gott! Oh Gott, nicht! Das kann ich! Ja, stimmt. Horrortrip vom Feinsten. Gott, mein Vater erwartet dich. Nicht mehr. Jetzt muss er aber doch wieder klarkommen, oder? Lara! Lara! Kannst du mich hören? Bist du da? Bäh. Ja, ich bin hier. Glaube ich. Was ist passiert? Du hast gehustet und etwas von Blumen und Pollen geredet. Und dann nichts. Ich hab gedacht, die Hexe hätte dich umgebracht. Ich glaube, ich habe halluziniert. Ja. Gott. Glaube ich auch. Ich hoffe es. Halluziniert. Es gibt im Tal eine Blume, die Vision verursachen kann. Aber ihre Wirkung ist zu schwach. Weißt du, was das für ein Ort ist? Ich sehe Rohre, oh. Leitungen. Sowjetisch, wie es aussieht. Oh, unter Wasser redet sie das auch. Muss der Vorposten der Sowjets zum Erfolg. Da hat keiner drüber nachgedacht, dass ich mal unter Wasser. Meine Großmutter war Wissenschaftlerin. Sie sollte dort bei den Forschungen helfen, aber es war das letzte Mal, dass Großvater sie sah. Es gab nur einen Überlebenden. Ein Offizier kam nach ein paar Wochen angestolpert. Er sagte, die Hexe hätte sie Dinge tun lassen. Hm. Also da unten ist nichts. So fertig mit Zocken, sagt Axedas. Das ging aber nicht, also das hat nicht lange gedauert, Alter. So, ich muss aber doch hier, nein, irgendwo hier rüberkommen. Oder einfach so hoch wie möglich, wenn der Sprung... Oh, Alter, was ist denn hier los? Okay. Es klappt nicht, ich komme da nicht hoch. Was soll denn die Scheiße?
Das finde ich jetzt aber gerade mega ärgerlich. Also ehrlich jetzt mal. Was soll denn das? Oder durchblicke ich das irgendwie falsch? Aber das geht ja auch eigentlich noch viel, viel weiter. Aber ich komme da nicht hoch. Ah, jetzt ist er aber weitergegangen. Ja, jetzt hat's geklappt. Alles klar. Eben wollte sie die ganze Zeit nicht über diese Lichtschranke. Keine Ahnung, ob es irgendwie ein bisschen buggy war. So. Alle hepp. Jemand war hier, vor kurzem. Hat auf den Ruinen aufgebaut. Was siehst du? Eine Art provisorische Destille. Nicht genau wie die Blumen. Scheiße. Na klar, sie verfeinert den Pollen. Macht ihn zur Waffe. Ja, es gibt hier keine Magie, Nadia. Nur eine sehr schlaue Person. Aber warte. Wenn sie nur ein Mensch ist, würde der Pollen nicht auch bei ihr wirken? Wenn sie dagegen ankommt, können wir es auch. Machen wir das erstmal auf. Okay, da brennt dann was. Ach, Mensch, hier. Ne, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das hier mit verbinden. Und dann lassen wir da mal Feuer drauf. Wir müssen ihn absenken. Okay, wo geht denn das ganze Gedöns hin? Also hier erstmal ein bisschen tiefer, das Ganze. Den Code habe ich jetzt benutzt, weil ihn keiner wollte. Na, da seht das, dann ist doch gut, wenn keiner schnell genug war. So, jetzt hier nochmal hin. Ran da. Jetzt rüber. Weiter. Und jetzt Feuer drauf. Läuft. Irgendwas zu finden? Der ging noch, ja, hat doch keiner benutzt, hat doch keiner was geschrieben. Achso, hier hätte ich auch hochspringen können. Okay. Zwei Wege führen zum Ziel, egal. Ja. 20 Minuten im Chat, Leute. Wochen sind vergangen, seit mich die Mistkerle vom Gulag in dieses seltsame Tal verschleppt haben. Weg von Ivan und meiner Tochter. Sie haben mich beauftragt, einen Weg zu finden, die seltsame Wirkung des Pollens zu bekämpfen, der in der Luft hängt. Ich glaube, jetzt habe ich eine Formel, die wirken könnte. Ein Extrakt aus den Samenkapseln der Pflanzen. Die Leber von Tieren, die die Blumen fressen und die Toxine im Stoffwechsel haben. Ein Phenothiazin-Derivat. Die letzte Zutat ist ein Risiko. In der Gegend um den Gulag wird das Mittel in großen Mengen als Insektizid verwendet. Aufgrund der chemischen Ähnlichkeit mit anderen Verbindungen, die ich studiert habe, könnte es auch als rudimentäres Neuroleptikum fungieren. Oder es könnte giftig sein. Ich werde die Mischung heute an mir selbst testen. Ah. Ich habe etwas gefunden. Einer der Gefangenen hat eine Formel aufgeschrieben, die dem Effekt des Pollens entgegenwirken könnte. Das muss von meiner Großmutter sein. Die Hexe hat sie umgebracht und jetzt wird sie helfen, Großvater zu retten. Genau wie in seinen Geschichten. Oh, Nadia. Hab Vertrauen, Lara. Geh zurück zur Sowjetanlage, wo wir uns getroffen haben. Ich helfe dir zu finden, was du brauchst. Nur, einfach so verschwunden? Ach so, jetzt bin ich hier. Ah, alles klar. Zu beschreiben, was ich gerade gesehen habe. Ich ging ins gottlose Tal, um Nadias Großvater zu suchen. Doch ich kam gerade noch mit dem Leben davon. Es war wie ein Märchen, aber in einem zerbrochenen, schmutzigen Spiegel. Und, Dad, mein Gehirn weiß, dass alles nur meine Fantasie war, doch der Schuss halt noch in meinen Ohren. Dort drin geht etwas Furchtbares vor. Und ich glaube zwar nicht, dass es Zauberei ist, aber es ist außergewöhnlich. Ich muss herausfinden, was hinter all dem steckt. Aber zuerst muss ich einen Weg finden, um klar zu sehen.
Ach, Bryce Sludge, das ist ja so ein Lama-Gag. Jetzt mal ohne Scheiß. Und du willst noch Spiele von mir haben? Großer verstärkter Beutel, der die Tragkombination. Ja. Mehr Munition schleppen. Nehmen wir mit. Kann ja wohl nicht wahr sein. Das nennt sich Freunde. Sir. Ja, ich will jetzt hier Schnellreise. Da will ich hin, genau. Oder wir könnten auch rein theoretisch direkt hier hin. Da, Schnellreise. Als du wieder was gegessen hast. Ja, ich hatte nämlich noch ein leckeres KitKat Peanut Butter. Ich mag das total gerne. Weißt du, und manchmal braucht man ein bisschen Schoki. Das wollte Mr. Dillon wissen, man braucht ein bisschen Schoki, damit der Gehirn funktioniert. Aha. Okay, Nadja, ich bin zurück bei der Anlage. Hast du einen Tipp, wo ich suchen soll? Okay, okay. Zuerst die Samenkapseln. Die Blumen wachsen in den Höhlen in der Umgebung. Hm, die hatte ich schon gesehen. Es ist nie genug, um dich krank zu machen. Da solltest du ohne Gefahr welche davon sammeln können. Boah, ich drück mir jetzt noch was rein. Die Hirsche dort fressen diese Blumen. Du musst sie also nur aufspüren. Wegen des Insektizids habe ich eine Idee, wo wir etwas davon finden könnten. Großvater hat mir beigebracht, Russisch zu lesen. Ich gehe gerade alte Ausrüstungsverzeichnisse durch, um zu sehen, wo sie es aufbewahrt haben. Ich sag Bescheid, wenn ich es gefunden habe. Okay, dann werde ich jetzt die anderen Vorräte sammeln. Das sind nette, ja? Ja, das sind nette. Hallo. Oh, hallo. Aber noch eine Herausforderung? Nee, wir machen erst die eine fertig. Diese Blumen hatte ich an den Wänden aber auch schon gesehen. Das sind die Blumen. Jetzt brauche ich die Samenkapseln. Wir sind hier nicht drinnen, ne? Nee. Ich muss nochmal hier gucken. Hier ist ja noch was. Ah, Sie sind zurück. Sie könnten uns helfen. Alter. Ich grüße Sie. Nee, jetzt noch nicht. Echt nicht, Leute. Eins nach dem anderen. Das ist ja langsam wie bei Skyrim hier mit den Aufgaben. Kann ja wohl nicht wahr sein. Hat der gerade nicht angezeigt, dass... Nee, das war die eine, die ich schon gefunden habe. So, machen wir mal den hier. Ah, kann ich das jetzt mein auch lesen? Russisch ist nicht gut genug, um das zu verstehen. Aber es scheint eine Art Karte zu zeigen. Wo muss ich denn da hin? Mal wieder aufrufen hier, den Scheiß. Ah, ich muss da rein, okay. Ich glaube, hier kommen nicht gleich noch ein Puma. Okay, hier gibt es gleich zwei Blumen. Irgendwas rennt doch hier rum. Lara, das hier willst du sicher hören. Ich halte dich rein. Hör doch was. Team Bravo wird noch vermisst. Seit dem Notruf haben wir keine Übertragungen mehr bekommen. Wir müssen ein Rettungsteam losschicken. Beendet die Patrouille bei der Sowjetanlage. Versucht die Spur des einheimischen Mädchens aufzunehmen. Sie hat was mit dem Verschwinden von Bravo zu tun und wir brauchen mehr Infos, bevor wir weitere Leute reinschicken. Verstanden? Kannst du dich in Sicherheit bringen? So, 4 von 5. Irgendwo rennt dahinter was. Ich bin in einem Unterschlupf und habe draußen Seilfallen aufgestellt. Im schlimmsten Fall gibt es einen Tunnel, durch den ich fliehen kann. Aber ich muss die Liste noch fertig lesen. Ist das normal für dich, Lara? Ich bin das nicht gewohnt. Also, dass man mich umbringen will. Nein. Ich glaube nicht, dass man sich daran gewöhnen kann. Also, pass auf. Ah, scheiße. Streamst du morgen auch? Wie lang streamst du schon? Also heute streame ich, warte, 1 Stunde 39, aber das müsstest du ja eigentlich sehen. Und morgen, guckt euch das an, ich habe schon wieder was gefunden. Oh. Morgen kann ich es gar nicht genau sagen. Morgen, Alter, morgen erstmal Walking Dead. Digga.
Scheiße, hier brauche ich eine Bombe. Mist. Ich brauche eine Bombe. Lauf, kleines Reh. Ich brauche eine Bombe. Ich brauche eine Dose oder irgendwas. Fuck. Scheiße, scheiße, scheiße. Da kann ich noch so oft draufhauen. Das bringt mir gerade nichts. Fuck. Ah, das ist doch scheiße. In mir ist jetzt hier nicht so. Ja, vielleicht geht's auch mit dem Benzinkanister. Den muss ich ja dann trotzdem anzünden. Macht ja auch keinen Sinn. Ja, nehmen wir das hier mal mit. Damit müsste ich es eigentlich auch kaputt kriegen. So, nicht da rein. Wo ist es? Wo ist es, das Rosane? Irgendwo hier hinten. Bin gespannt, was jetzt noch gleich hier mit der Hexe abgeht. Er muss auch irgendwo hier gewesen sein. Ah, da. Nein, sie hat's fallen gelassen, du Troller. Nimm's mit. Auf dem Wald hier hoch. Ich, wenn ich es einfach hier so auf den Boden schmeiße. Das war dumm. Heute wieder 2 Stunden. Ja, so im Schnitt immer, ne? Das, denke ich, ist immer ein guter Durchschnitt. Ich sag's gern nochmal, wenn man zu lange streamt, wird man blöd in der Birne. Ist auch, wenn ich zu viel aufnehme. Merke ich genauso. Hä? Die habe ich doch gerade getötet. Was stimmt nicht mit den Leuten hier? Benzinkanister explodieren, wenn ich mit dem Pfeil drauf schieße. Weil sie total verrückt sind. Finden Sie den nahegelegenen Eingang. Dann könnte ich es ja doch mit dem Ding hier probieren. So. Schmeißen wir das dann nochmal gegen. Da oben geht es auch noch irgendwie hin. Und da ist ja auch noch dieses Gefangenenlager und so weiter und so fort. Also dieser Abschnitt hier ist sehr, sehr ausführlich. Muss ich mal so sagen. So. Dann benutzen wir jetzt das. Schmeißen das ja hin. Und... mit einem Pfeil. Geil. Richtig witzig. Wenn ich nicht Hardcore-Rambo bin, weiß ich auch nicht. Herausforderung abgeschlossen. Das schaffen sie Hirschleber. Na, das ist ja nicht das Problem, Hirschleber zu beschaffen. Was haben wir denn hier alles so tolles, feines? Was war das? Geheimnisse entdeckt. Was für Geheimnisse? Was haben wir hier? Überlebensversteck. Ich will viel lieber hier diese ganzen Herausforderungen. Finden Sie den nahegelegenen Eingang? Habe ich auch immer noch nicht gefunden. Das geht mir so auf. Säckel. So. Noch irgendwas Nettes hier drin? Ja, ist so, Mr. Dillon, oder? Wenn man echt zu viel daddelt, dann wird man matschig in der Birne und... naja, durch den Anruf, den ich gerade gekriegt habe, ich glaube, ich habe es mal erzählt, ich arbeite eigentlich nur Spätdienst. Der Anruf hat mir gesagt, ich muss morgen um 8 Uhr auf Arbeit sein. Ist halt kacke, wenn man vorher, sage ich mal, vorher hätte ich um 12 angefangen. Das ist halt schon ein bisschen Code, ne? Aber kann man nichts machen. So. Warum sehe ich jetzt diese Hirschdinger nicht? Hier hinten soll ein Hirsch sein. Wir schaffen sie Hirschleber. Ja, irgendwo hier. Hier ist so ein Hirsch. So, eine Hirschleber. Nee, und noch... hier vorne muss noch irgendwo ein toter Hirsch liegen. Ach hier. Du bist ein Hirsch. 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 Alter. Ganzen Bambis rennen hier lang. Bleib stehen, Hirsch. Du bist der dreckigste Hirsch aller Zeiten. Du willst einfach nicht sterben. Alter, die Waffe ist aber auch das Letzte. Ah, tolle Boss. Hirsch. Jetzt verreck endlich. So. Jetzt will ich Hirschleber.
Chemikalie aus Großmutters Motiv. Phenothiazin. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Sie haben sie in den unteren Stockwerken des Kupferwerks aufbewahrt und damit im Sommer die Termiten bekämpft. Bist du sicher, dass es diese Chemikalie ist, Nadja? Ich bin sicher, dass es die Chemikalie aus Großmutters Rezept ist, aber ich weiß nicht, ob man sie gefahrlos trinken kann. Das werden wir wohl rausfinden. Ich gehe... Okay. Dorthin. Ich gehe jetzt dorthin. Wow. Er muss doch treffen. Alter, die Waffe, das war die, die so extrem daneben schießt. Diese UMP, sag ich mal. Ja, mein 24-Stunden-Livestream, der zusammen mit Flying Uwe, das dauert noch ein bisschen. Als was arbeitest du, Alex? Ich bin stellvertretender Wohngruppenleiter einer Wohngruppe für Menschen mit Behinderung. Wow. So, da vorne geht's hin. Okay, alles klar. Hier links ab. Jetzt kommen wir endlich zu der Stelle. Ey, es lag nicht am Aiming, ohne Scheiß. Ich werde gleich wieder eine normale Pistole wechseln. Oh, fuck, das ist... Sowjetsoldaten, hier ist was Furchtbares passiert. Das ist dieses Lager, wo ich erst nicht rein wollte. So, pass auf, jetzt... Ach nee, hier habe ich keinen Dings, ne? Ich treffe doch mit der hier auch besser. Sehen wir gleich. Steigen Sie auf das Kupferwerk, um was? Den Mineneingang zu erreichen. Hier ist ein Lager. Pass auf, wir wechseln jetzt die Waffe. Ich denke jeden Tag an Dad. Na, Waffen. Diese scheiß Pistole, die hatte ich aus Versehen ausgewählt. Das sollte doch der Mondschatten weiterhin sein. Einem Märchen nachzujagen schien. Ich wusste doch nicht. Ah doch, Munition herstellen kann ich doch auch hier. Wie kann ich noch nicht? Fähigkeit, Splitter, bla 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 bla. Ich will nicht nur Pfeile bauen, ich will splitternde Pistolenkugeln. Fähigkeit, Holzsplitter geschossen, muss ich erst freischalten. Och, ich kreuz ab. Ja gut, machen wir. Dann kann ich ja bis jetzt nur Munition sammeln. Aber ja, Pfeil und Bogen, damit bin ich doch eigentlich ganz gut. Ah, hier ist wieder Russisch. Hoffentlich ist das Propaganda. In Level 2. Hart gegen Kälte und Hunger. Reicht noch nicht. Noch nicht genug Russisch. Und das hier ist Russisch. Da unten hat jemand etwas eingeritzt. Anweisungen zu etwas Verborgenem. Münzversteck entdeckt. Naja, immerhin, ne? Oh Mann, hier gibt es so viele versteckte Sachen. Ich raste aus. Also das Spiel wird noch umfangreicher, als ich dachte. Wir werden hiermit noch einige Tage zu tun haben. Ich bin Lara, gar nicht böse dran. Geht's Ihnen gut? Ja, ich bin am Fuß des alten Sowjetwerks. Ich bin auf dem Weg zum Mineneingang im oberen Teil der Anlage. Können wir uns dort treffen? Ah, der Typ ist auch hier. Ich bin unterwegs. Genossen. Dieser Bericht erreicht euch aufgrund einer einmaligen Entdeckung in den Bergen bei der Freiheitsstation. Unser Minentrupp ist für einen gewaltigen Hohlraum durchgebrochen, voller unglaublicher Ruinen und Artefakte, wie sie noch nie im Mutterland gefunden wurden. Die Arbeiter, die wir unter den Einheimischen rekrutiert haben, waren nach der Entdeckung sehr aufgeregt. Sie wissen etwas über diese Ruinen. Wir werden die Gefangenen rund um die Uhr bearbeiten. Ich glaube, wir stehen kurz vor einer noch sagenhafteren Entdeckung. Was, wie lange noch? Wie lange ich noch streame oder was, Digga? Guck mal auf den Wecker. Kann ja wohl nicht wahr sein. Alles muss man hier fein säuberlich den Leuten. Das ist die Jugend von heute, ja? Können sich nicht mal was selbst erarbeiten. Traurig, traurig, traurig. So, da oben muss ich hin. Aber das ist... Ah, da ist der Baba Yaga-Eingang. Wow. Ja, cool, da brauche ich was zum Wegsprengen, ne? Machen wir mal hier. Ja, noch so 10, 15 Minuten, Digga. Beziehungsweise ich guck, wie weit ich komme. Ah, das schafft sie nicht. Okay, dann gehen wir hier vorne halt rein. Oh, kannst du bitte runtergehen? Danke. So. Zieht nach hinten, Tür geht nach links auf. Sehr gut. Noch eine Skulptur. Aber diese sieht aus wie ein Spiel. Tetris. Diese Teile kommen mir bekannt vor. Ja, die habe ich doch irgendwo schon mal gesehen.
Hä? Und kann ich jetzt hier mit Tetris-Bausteinen was reinmachen? Das ist alles? Ja, hier, das ist Tetris. Ich zeig's euch mal. Mehr geht nicht. Unten zeigt er nichts. Ja, da sieht man halt, dass Tetris ein Spiel war, was im, wie heißt das, im Gulag erfunden wurde. Echt bitter. Ah, brauche ich hier was, um diese Wand aufzusprengen? Ich brauche irgendeine blöde Falle. Irgendein Kanister, irgendeine Flasche. Irgendwas, um hier diese Wand kaputt zu machen, würde ich sagen. Oder springen wir doch einfach rüber? Nehmen wir den einfachen Weg und springen rüber. Ob sie sich hier halten kann? Oh, scheiße, nein. Boom. Ah, hier, guckt euch das an. Zack, ist die Tür auch auf. Das ist ein Easter Egg. Ich weiß nicht, ob das ein Easter Egg ist. Das Spiel Tetris kommt aus Russland. Und der russische Entwickler hat dafür nie einen Cent gesehen. Und Nintendo hat sich einen Arsch damit golden verdient. Ich höre doch irgendwo den Stampfen. Hier, da, Dartfall. Und zack. Genau in Schwarze. Bullseye. Da hinten ist das Pinke, wo ich hin muss. Also ich glaube nicht, dass das ein Easter Egg war, sondern wirklich einfach ein bisschen von der Geschichte hier, die in Mütterchen Russland abging, dass das ein bisschen genauer unter die Lupe genommen wird. Da komme ich auch nicht hoch. Scheiße. War auch nicht. Fuck. Ah, das konnte ich eben nicht öffnen. Wenn ich versuche, nochmal über den Zug eher so nach rechts zu hüpfen. Also da übers Dach, ja, das macht mehr Sinn. Oh, hat es geschafft. Ja, ja, das habe ich doch irgendwo mal gesehen, ja klar. Das, also ich habe das schon verstanden, den Gag dahinter, aber als Easter Egg würde ich es trotzdem nicht erklären, ne? Sondern eher als, ja, wirkliche Erklärung darüber, woher Tetris kommt. Gefunden. Ich vermische jetzt die Zutaten. Was Neues von der Patrouille? Hab gerade eine Übertragung empfangen. Sie sind auf dem Weg. So, jetzt habe ich den Scheiß gemischt. Und jetzt? Sie. Oh nein. Sie kommen direkt auf dich zu. Du könntest an ihnen vorbeischleichen. Aber es ist vermutlich zu spät. Tut mir leid, Lara. So. Verdammt. Lass es uns beenden. Achso, ich wollte ja die Pistole testen. Ja. Ah, ein Schuss. Aber wo sind die anderen? Ich will ja noch ein bisschen Stress machen. Sehe keine. Ist hier noch was? Hier kann ich noch einen Schrank öffnen. Die brauche ich nicht mehr mitnehmen. Und das... Hä, warum wird denn das da angezeigt? Kann ich das irgendwie verbrennen oder sowas? Ich weiß es nicht. So, gucken wir mal, wie es mit der Pistole weitergeht. So. So, das waren jetzt drei Schüsse und drei Treffer. Bereit zu testen, ob das Gegengift wirkt? Ehrlich gesagt, kann ich mir was Schöneres vorstellen. Wenn es wirkt, stelle ich welches her und treffe dich im Tal. Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. So, wo muss ich jetzt hin? Hallo, wo muss ich hin? Alter, was? Ich muss hier als nächstes hin. Wo wird mir denn das Pinke angezeigt? Gar nicht. Und die Dinger kriege ich auch noch nicht ab. Tja, soll ich jetzt hier weiterlaufen? Oder was soll ich jetzt machen? Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt. Hier war ich noch gar nicht, ne? Aber ich habe schon Dokumente da irgendwie gefunden. Ist ja merkwürdig. Wie komme ich denn da zum Tal? Weiß keiner, aber ich muss sowieso hier im Einsatzziel erstmal weiter. Meine lieben Freunde, das weiß ich jetzt auch nicht, was ich da machen soll.
würde ich sagen, ich gehe jetzt erstmal hier weiter und das andere ist ja dann das Optionale, was dann noch dazu geschaltet wird. Als wären sie Tiere. Anna teilt unseren Glauben nicht. Oder ihr Hiersein hat andere Gründe. Sie ist hin und her gerissen. Ich merke das. Mir ging es auch mal so. Aber wir müssen hier alle unseren Teil beitragen. Ich übernahm einen Wachdienst, um ein Opfer zu suchen. Und tatsächlich habe ich eine Verbliebene erwischt. Ich ließ mir Zeit. Tat es mit den Händen, um zu sehen, wie das Licht in ihren Augen erlosch. Ich blieb bei ihr, bis sie kalt war. Magie. Konstantin sagt, dass wir mit der Quelle ewig leben werden. Dass wir das Angesicht Gottes sehen werden. Aber das habe ich schon. Genau hier soll ich sein. Hat gedauert, es zu finden. Aber das ist es. Ich bin zu Hause. Ich bin zu Hause. So. Haben wir noch was hier? Nö, wir können hier weiter hoch. Ja, ich hab dich schon verstanden, ob es ein Easter Egg war mit dem, ich hab das schon mal gesehen. Hab ich schon verstanden, aber als Easter Egg würde ich es nicht bezeichnen, als kleinen Gag. Jetzt kann ich Mollys bauen. Ja, der erste Kontakt war in einem der Schächte und es wurde alles auf die Bergung konzentriert. Aber es kam wohl innerhalb einer Woche zur Revolte. Die Arbeiter hatten genug. Du hast dich hier Tja, ihr habt wohl ein bisschen Probleme. Zack, in den Schädel. So, ihr Kokelmeier. Zeig mal, was ihr hier habt. Ah, hier, Molly bauen. Zack. Und Scheiß abbrennen. Das wollte ich doch schon die ganze Zeit. Sowas. Also, da geht's weiter, da geht's weiter. Da sagt mein Ziel, ich soll weiter. Und da oben sagt mir mein Kopf, ich sollte nochmal nachgucken. Einfach nur für den Fall, dass ich irgendwas übersehe. Aha, was haben wir denn hier? Krasses. Okay, was geht hier ab? Ist hier irgendwie... Hier ist noch ein verlorenes Grab. Leute, das machen wir noch. Das nehmen wir noch mit. So ein Grab, da stehe ich drauf. So. So. Ey, Compound-Bogen ist fast fertig. Wie geil ist das denn? Haben wir da noch das letzte Teil? Das wäre cool. Nein. Wollen wir in Dietrich arbeiten? Ich raste aus. Und noch eine Kiste. Hat sich total gelohnt, hier runter zu springen, auf jeden Fall. Vor allem, ey, ich habe 3 von 4 Teilen von diesem Bogen. So, und jetzt ziehen wir uns hier noch den letzten Licht Tempel rein. Sieht nach Pechblende aus. Muss eine Uranmine gewesen sein. Jeder liebt Uranminen. Mein Gott, die sind uralt. Was haben sie hier gefunden? Ah. Ja. Okay, hier komme ich nicht mehr raus. Lauf, Lara. Wie oft sie hier knicklich knicken kann, ist auch bemerkenswert. Ah, da hinten funkelt was. Eieieiei. Also, obwohl ich in diesem Gebiet hier, ne, dieses ganze Sowjetgebiet schon lange rumrenne, ist ja immer noch ein Level, aber es ist halt so Open-World-mäßig, entdecke ich doch immer wieder coole neue Orte also innerhalb dieses Levels. So wollte ich sagen. Genau, jetzt habe ich... Da ist nichts, also schwimmen wir mal hier rüber. Scheiße, brauche ich eine Flasche. Ah,
Mann, was ein Zufall. Zack. Ja, ich will da runter durch. Ja, macht's automatisch. Ach übrigens, ich bedanke mich sehr für den Abonnenten, der seit gestern wieder dazugekommen ist. Wir sind jetzt bei 850. Wo bleibt unten? Warum ist sie nicht unten geblieben? Und, was mich auch sehr gefreut hat, also wirklich gefreut hat, ich habe heute eine PayPal-Spende erhalten, da möchte ich mich auch sehr für bedanken, hat mich sehr gefreut. Mehr Artefakte. Sie müssen in einen alten Gang gestürzt sein. Das muss ich mir ansehen. Hier war doch auch was. Das hat mich wirklich heute sehr, sehr gefreut, dass Leute hier meine Arbeit, ja, ich weiß, Hilbili wird sagen, ich zeige zu wenig Titten gegenüber von dieser Katja Krawitsch oder wie die heißt. Aber hey! Ach so, und Price Clutch und ich weiß gar nicht, wer das gestern noch alles erzählt hat mit dieser Katja Krawitsch. Das habe ich mir jetzt alles mal angeguckt, ja, also nicht ihre ganzen Videos, sondern auch von Kaffeetalk, heißt der, glaube ich, der Typ. Habe ich mir mal angeguckt, dass sie voll die Fakerin ist und so weiter und so fort. Alter. Nee, dann doch wieder darüber. Oh, scheiße, muss ich zu Fuß laufen? Oder kann ich hier so... Wow. Ah ja, von hier bin ich gekommen. Alles klar. So, rüberjumpen. Nochmal runterrutschen. So, also doch weiter runter. Ja, Daxedas hat es auch gesagt. Katja, ja, ich habe es mir angeguckt. Sie heißt ja Katrin und ist eine Schlampe aus Leipzig und hat einen Partner namens Attila und sie fickt gar nicht jeden Tag mit irgendwem rum und so weiter und so fort. Habe ich mir alles angeguckt und habe mir gedacht, oh mein Gott, wenn man sonst keine Probleme hat, ist alles cool. Also Leute, danke, dass mein Wissenshorizont dank euch da erweitert wurde. Guck, das gerade von KuchenTV gegen Katja. Ja, siehst du? Einem Soldaten meine ich der doch. Roten Armee. Hab ich auch geguckt. Insignien kenne ich nicht. Er ist noch halb voll. Könnte ich später noch gut gebrauchen. Alter, vielleicht hätte ich ja auch einfach nur doppelt draufklicken sollen bei dem Tetris-Spiel. Scheiße. Molly durch Wasser ist. Also das heißt, ich muss den eigentlich darüber werfen. So. Na geht doch. Ich würde mal sagen. Nein, das gerade ist da gerade ein neues rausgekommen. Also ich habe 135 und 36 oder 36 und 37. Ich weiß gerade nicht genau. Die habe ich mir angeguckt und das hat mir dann auch echt gereicht. Oh, was immer sie gefunden haben. Die rote Mine. Das muss da drin sein. Wow. Sehr cool. Jemand hat Werkzeuge versteckt. Wir können nicht mehr warten, bis unsere Brüder außerhalb der Mine ihren Widerstand beginnen. Ach, das geraped. Die Sowjets haben etwas entdeckt, das sie noch mehr wollen als das giftige Erz. Sie haben die Geschichte unserer Ahnen entdeckt, ihre Gräber entdeckt. Mein noch. Das ist das letzte Unrecht. Erst dachten wir, die alten Wächter kämen hervor und bestraften unsere Peiniger. Aber jetzt erkenne ich, dass wir das Instrument der göttlichen Rache sein müssen. Wir sammeln unsere Kraft, verstecken Hacken und Äxte. Sehr bald werden die, deren Kraft noch reicht, sich erheben und unsere Unterdrücker hier begraben, bevor sie unser Gestern und unser Heute auslöschen. Ja. Ja. Waffen. Also ich mag diese Einträge, ne? Ich mag die wirklich. Nur manchmal bin ich ein bisschen irritiert, ob zu was das jetzt gerade gehört. Da bin ich ehrlich. Ah, hier gibt's ein Lager. Wisst ihr was, Leute? Da ich ja gesagt habe, 2 Stunden Livestream und wir haben es gerade so erreicht. Ich nehme jetzt noch die Fähigkeiten mit rein mit den... wie hieß denn das? Hohlspitzmantel-Dingsbums? Lautlose Ladung, ist es das? Nein. Landung war das auch. Ich lese nämlich auch schon wieder. Echt total schräge Scheiße hier. Hohlspitzgeschosse, das brauchte ich.
Haben wir ja gerade auch bei diesem Geraped gelesen, da habe ich mal gerade gesagt. Das ist Quatsch. So, mache ich. Nee, ich mache hier vorne weiter. Leichen fallen. Größerer Detonationsrahmen. Stellen Sie aus roten Benzinkanister, Bomben aus feindlichen Funkgeräten, Annäherungsminen her, etc. Oh, das finde ich eigentlich blöd. Schnellere Herstellung von Wurfobjekten. Fertig. So. Also werden wir jetzt hier nochmal einen echten abspeichern und dann mit diesem neuen großen Grab dann am nächsten Tag oder beim nächsten Stream beginnen. Wir gucken jetzt mal, was kann ich hier jetzt gerade noch? Ah, hier. Ola Schlagbolzen kann ich noch erweitern und bei dem Gewehr mehr Schaden oder schnelleres Nachladen. Nee, mehr Schaden. Wir wollen kaputt machen und nichts üben, Leute. So. Haben wir dann alles. Mal gucken. Waffen, blinkt nichts auf und da sind die anderen Orte. Perfekt, meine lieben Freunde. So, es speichert selber noch, aber ich mache auch hier Spiel speichern. 16% abgeschlossen. Mal gucken, wie weit ich jetzt bin. Würde mich mal interessieren. 24% abgeschlossen. Naja, es wird doch, es wird doch. So, ich bedanke mich, wie immer, für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, ich muss heute mal ein bisschen eher ins Bett. Ich habe zurzeit sowieso voll meine Schlafprobleme und krieg's nicht so ganz geschissen, ordentlich zu schlafen. Also vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich habe es ja vorhin auch gesagt, ich muss morgen sehr, sehr früh arbeiten für meine Verhältnisse, weil ich ja sonst nur spät arbeite. Wie gesagt, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet Spaß und genug Unterhaltung. Vielleicht morgen Abend nach Walking Dead. Vielleicht aber auch Dienstag oder erst Mittwoch. Es tut mir leid, ich muss gucken, wie es passt. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und das war's dann für heute. Ja, das war's. Wir haben die 2 Stunden geknackt und ich bin auch ein bisschen müde. Obwohl ich jetzt gern das Grab noch fertig gemacht hätte, aber man muss auch mal das Real Life ein bisschen Vorzug gewähren. Also, das tut mir leid, Price Clutch. Ich wünsche euch was. Haut rein und bis denne. Und ich erzähle noch bis 5 und dann beende ich den Stream. 1, 2, 3, 4, 5. Gute Nacht.